Elle avait les yeux clairs et la robe en velours à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite le soir à la fin du jour. Die 20. Montagsharmonie in Klagenfurt startet jetzt. Also, ich kann gleich mal sagen, einen großen Applaus für die 20. Montagsharmonie. 20 Mal sind wir da. Es ist echt gewaltig, was da passiert ist. Super. Ich begrüße auch gleich wieder ein paar Neue sind da. Herzlich willkommen da bei uns bei der Montagsharmonie in Klagenfurt. Die Montagsharmonie oder Montagsdemo ist in 120 Städten weltweit, muss man sich vorstellen. Heute am Montag um 18 Uhr startet das überall. Wir stehen da für den Frieden, für Gerechtigkeit, für Wahrheit und für Gegenstimme. Aber besonders für den Frieden. Wir demonstrieren nicht gegen irgendwas, sondern wir stehen da für den Frieden. Was ganz wichtig ist bei uns gibt es keine Struktur, keine Organisation, sondern bei uns passiert alles aus Eigeninitiative. Und das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit, dass man Eigeninitiative hat. Und da ist zum Beispiel entstanden ein ganzes Bücherzelt, die ganze Technik, die Scheinwerfer. Da hat nicht einer gesagt, mach das, sondern da sind Menschen einfach gekommen, die haben das selber aufgestellt. Oder zum Beispiel die ganze Technik, das Filmen. Und das ist das Wichtigste bei uns. Da geht es um Eigeninitiative, da ist jeder da auf Eigeninitiative. Da sagt keiner, du musst das tun, du musst reden, sondern jeder kann das tun, was er will. Jeder bringt sich so ein, wie er das mag und dann funktioniert das, das sieht man da. Das ist echt ein Applaus wert, dass das wirklich funktioniert, ohne dass jemand was sagen muss. Und es ist jetzt egal, ob man draußen redet oder zuschaut. Jeder ist mit Eigeninitiative da, Anna schaut zu und das ist auch super. Es ist auch mal ein Applaus wert für alle Menschen, die was immer wieder da sind und zuschauen und sich voll einsetzen. Das ist ganz wichtig. Super. Wie schon gesagt, wir demonstrieren nicht gegen etwas, sondern wir sind für etwas, wir sind für den Frieden und wir sind Menschen, die was da stehen, was erkannt haben, dass der Friede eingeschränkt ist, dass nicht mehr so der Friede da ist auf der Welt. Und einige merken das zum Beispiel, es herrscht Krieg in vielen Ländern. Wegen dem Beispiel sind schon viele da. Einige sind da, die sagen, es ist nicht der Friede, wenn man Tiere quält oder so weiter. Andere sagen, es ist nicht der Friede, wenn Mobilfunkmasten aufgestellt werden und die Menschen einfach krank machen. Oder andere sagen einfach, es ist nicht der Friede, wie das Krankensystem aufgebaut wird, wie das Geldsystem aufgebaut wird. Und da hört man ganz viele verschiedene Dinge politisch in allen Bereichen. Da muss man auch gleich sagen, wir sind nicht irgendeine Politik, wir sind nicht irgendeine politische Richtung, wir sind da ganz frei, wir sind nicht irgendeine Religion, es ist egal, wir sind einfach da Menschen, Bürger von Österreich, von Klagenfurt, die was erkannt haben, es passt etwas nicht mehr auf der Welt und wir wollen eine Veränderung und für das stehen wir da, dass sich die Menschen verändern, dass sich die Welt verändern, dass es gemeinsam etwas also passiert. Und ich kann auch sagen, das wird passieren, egal wie, wir werden durchhalten, wir stehen da und das ist super. So wie schon gesagt, Eigenverantwortung und das ist auch, wenn jemand da aussagt, es steht jeder da dann mit Eigenverantwortung und redet das mit Eigenverantwortung, was er sich denkt. Da muss dann echt jeder selber die Verantwortung tragen über das, was er redet. Und für alle Menschen, was rund um uns sind, horcht euch das an, lasst einmal das wirken bei euch, wenn einmal ganz was anderes dabei ist, wo ihr denkt, so ein Blödsinn, horcht es euch einfach mal an, dann sieht man ganz genau, ist es richtig oder falsch, wenn man zum Beispiel in der Zeitung etwas liest, dass der Putin ganz schlecht ist und dann hört man woanders, dass der Putin vielleicht gar nicht so schlecht ist, dann darf man einfach nicht werten, sondern einfach mal wertfrei horchen, was sagen die da und dann kommt es her zum Büchertisch, informiert euch, es ist alles kostenlos da und dann vernetzt es euch mit uns und geht es mit uns gemeinsam in den Frieden, zum Frieden und im Frieden. Genau. Super. Passt. Genau. Wenn jemand was sagen will, einfach kurz zu mir kommen, noch mal ein bisschen einen Ablauf, weil sonst ist das mit den Filmen und alles blöd. Danke. Ja, hallo, liebe Harmonika. Herzliche Grüße auch von mir. Ich möchte gleich zum Thema kommen. Es bröckelt an den einen oder anderen Enden und deswegen wird nächste Woche
Samstag von 15 bis 21 Uhr habe ich einen Sprachlösungsworkshop, einen Konfliktworkshop geplant, wo ihr alle herzlichst eingeladen sind. Warum? Einfach deswegen, weil wir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden so leben, wie wir leben, nämlich in Hierarchien, in Strukturen, wo Autorität und Gehorsam gefragt ist. Und es ist sehr schwer, das von heute auf morgen zack zu ändern. Und deswegen, weil eben, obwohl wir lässige Ideen haben und super, super Konzepte haben, ja, müssen wir das auch im Alltag leben, zwischenmenschlicher Basis. Und da das nicht sofort immer hinhaut, möchte ich eben diesen Workshop anbieten. Nächste Woche Samstag, ist jetzt alle herzlichst eingeladen. Es kostet natürlich nichts, ist eh klar. Und da wird es unter anderem darum gehen, wie wir diesen ganzen, diese Angst in Liebe verwandeln können, wie wir diesen Zerfalls- und Spaltungserscheinungen, die es leider gibt, in Lösungen verwandeln können. Und ja, dazu hat sich herzlichst eingeladen, alle. Denn Arno Grün, so ein bekannter Psychoanalytiker, lebt noch, hat sehr viel über gehorsame Autorität geschrieben. Und auf die Frage hin, wie kann man diese Autoritätshörigkeit, wie kann man diesen Gehorsamszwang, der da irgendwie besteht, wie kann man auf solche Menschen, die in diesem System seit Jahrzehnten funktionieren, und so ist es, sie funktionieren nur, wie kann man denen helfen? Und seine Antwort war, nur durch Empathie. Weil jeder Mensch diese Empathie in sich hat, jeder Mensch, ausnahmslos. Sonst wäre er gestorben. Dieses Experiment gibt es auch. Was passiert mit einem Menschen, der keine Liebe erfahren hat? Hat er keine Sache gemacht? Die Menschen sterben einfach. Also sobald man lebt, ist es irgendwo vorhanden. Und wenn man mit Empathie jemandem begegnet, dann wird das angetriggert beim anderen. Hallo? Und aus diesem Grund werden wir das nächste Woche am Samstag auf diesem Workshop machen. Magst du auch reden? Tschüss. Dankeschön. Ja, Grüße auch von mir. Ich freue mich, dass wieder viele neue Gesichter da sind und auch die Veteranen und Veteraninnen, wenn man das so sagen darf, die schon länger da sind. Ich werde nicht müde aufzurufen für ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Das Projekt nennt sich montagsharmonie.net. Man kann, da gibt es eine Homepage, auf diese kann man gehen und kann sich informieren und kann die aufgenommenen Harmonien, die bis jetzt aufgenommen wurden, alle ansehen. Auf dieser Seite gibt es auch rechts oben einen Button, wo man ins Forum kommt, das ist ein Forums-Button. Und in diesem Forum würde ich mich freuen, wenn wir alle mitdiskutieren, mitreden, mitmachen. Ganz besonders möchte ich heute den Max begrüßen, ganz links. Wir haben einiges erlebt schon in unserem Leben zusammen. Ein zweites Projekt, das ich noch euch ans Herzen legen möchte, das ist das Projekt Ubendo.tv. Ich möchte einen Versuch machen, oder besser gesagt, das ist eigentlich schon über ein Versuchsstadium hinaus. Das ist eine Homepage, wo automatisiert alle alternativen Fernseh- und Radiosender zusammengefasst sind und diese automatisiert abgefragt werden. Welche neue Sendungen haben diese, welche neuen Inputs und so weiter. Und das geht darum, dass man einfach nicht jedes Mal alles durchklicken muss, also im Sinne von, dass man schaut, wo sind die Tagesenergien von Alexander Wagan zum Beispiel auf Bewusst.tv oder auch Querdenken.tv von Michael Vogt oder Nur Wieso von Frank Höfer. Und da gibt es einen Haufen verschiedene Sender. Und ich rede da von ca. 30, 35 Fernsehen und ca. 15 Radiosender derweil, die im deutschsprachigen Raum da bereits super Arbeit leisten. Und wie gesagt, diese Seite steht zwar schon in einer Rohfassung, aber damit das Ganze auch veröffentlicht werden kann und zu einem, für jeden zugänglich ist und für das Gemeinwohl unter anderem, nützlich wird, suche ich noch
Programmierer und Programmiererinnen. Also wenn jemand Lust hat, ein bisschen mitzuprogrammieren, es geht hier im Speziellen um HTML5 und PHP und auch JavaScript ein bisschen. Diejenigen, die sich damit beschäftigen, die wissen, von was ich da rede. Einfach zu mir kommen bitte, einfach fragen, und ich freue mich, wenn noch mehrere mitmachen. Ich habe derweil einen ganz lieben jungen Herrn aus der Nähe von Köln. Da sieht man, wie das funktioniert, wie das vernetzt sich weltweit. Ja. Und dieser Herr hilft mir, also er ist noch jung, 25 oder so, für mich halt. Und er hilft mir da derweil, die Seite ins Leben zu rufen. Und ich möchte mich ganz recht herzlich bei ihm bedanken für den Einsatz, den er bis jetzt geleistet hat. Das ist wirklich toll, was wir bis jetzt schon gemacht und geschafft haben. Aber wie gesagt, wenn noch jemand mithelfen möchte, die Seite zu programmieren, oder wenn jemand jemanden kennt, der auch programmieren kann und der ein paar Minuten opfern kann, bitte sich einfach bei mir zu melden. Ganz zum Schluss möchte ich noch Danke sagen für die letzten 20 Mal, 19 Mal in meinem Fall, die unvergesslich sind und bleiben werden. Danke an alle, die ich da kennenlernen durfte und dann selbstverständlich auch noch weiterhin kennen werde. Danke. Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, mir liegt wieder was ganz stark am Herzen, warum es in der Welt so wirklich ausschaut, warum so eine Auswüchse sein. Es fängt ja natürlich nicht nur draußen an, sondern auch in unseren Herzen und in unseren Familien. Und ich merke, dass wir und speziell da auch die Christen die Wächterpflicht verloren haben, dass sie wirklich ansprechen, was nicht in Ordnung ist. Man hat immer nur zugeschaut und hat gesagt, naja, so schlimm wird das nicht sein. Aber es, wie alles im Kleinen anfängt, muss man auch Dinge, die nicht so gut sind, schon im Kleinen dementsprechend ansprechen oder dementsprechend sagen, na, so geht's nicht. Früher zum Beispiel hat ein ganzes Dorf Kinder erzogen. Wenn du heute schon ein Kind schief anschaust und was sagst, dann musst du aufpassen, dass sie nicht gleich einsperren. Und das war einfach so, das war einfach im Gesamten drinnen, sind die Kinder erzogen worden. Und genauso ist das heute auch. Wenn du heute irgendwas ansprichst, wenn du irgendwo was siehst und so weiter, dann schaut dir jeder schief an. Und früher war es ganz normal. Das heißt, wenn Auswüchse da waren, hat man ja gesagt, Moment einmal, das passt nicht, das ist nicht in Ordnung. Aha, ja, passt, ist in Ordnung. Und heute durch die laissez-faire und anti-autoritäre Sache und Erziehung wird alles erlaubt. Und ich sage, das sind auch unsere Auswüchse, die wir jetzt auch zum Ernten haben. Was wir sehen, das ernten wir auch. Und ich möchte auch jeden Einzelnen aufrufen, wenn er irgendwo sieht, dass irgendwas nicht passt, ist wurscht wo, in Politik, in Wirtschaft, in Familie oder wo immer, das einfach anspricht und dementsprechend eben auch da schon im Keim schlechte Dinge, Auswüchse, wie auch immer, erstickt werden. Und da sind wir wirklich alle aufgefordert, da gehört auch Mut dazu, das weiß ich ganz genau, das fängt bei mir selber an. Aber diesen Mut, ich glaube, den kann jeder überwinden und dementsprechend auch dann auch was bewegen, in seinem Umfeld, in seiner Familie und dann auch in der ganzen Welt. Das wollte ich auch zu dem noch sagen. Danke. Ja, schönen guten Abend. Auch ich habe aus gegebenen Anlass mir heute ein Thema gewählt, das man woanders nicht sagen soll oder darf, ohne dass man gleich Schwierigkeiten und bestraft wird. Obwohl die UNO-Charta, ganz am Anfang in der UNO-Charta steht es drin, dass das freie Reden zu den elementaren Menschenrechten gehört. Warum ist das so? Weil einige von denen, meistens ist es die unterste Schicht, die der untersten Schicht angehört hat, die von NS-Regime damals im Zweiten Weltkrieg verfolgt wurde und auch zu Tode gebracht wurde. Davon distanziere ich mich natürlich ganz klar. Komischerweise verfolgen aber gerade jene, die damals verfolgt wurden, heute brutal und grausam die Palästinenser und nehmen ihnen Land weg,
als sie damals und viel mehr schlimmer gehen sie vor, als sie damals vom NS-Regime verfolgt wurden. Ja, jene hatten sich nach Kriegsende Gesetze geschaffen, die nur sie schützen. In diesem Zusammenhang muss man auch klar sagen, dass alle Kriegsbeteiligten des Zweiten Weltkrieges Grausamkeiten begangen hatten. Das beweisen heute historische Filme eindeutig. Deutschland hat seitdem aber nie mehr einen Krieg geführt. Israel dagegen sehr viele. Israel unterschreibt auch nicht das Atomabkommen. In diesem Zusammenhang ist auch zu verurteilen, dass Deutschland an Israels hochtechnologische Waffen liefert, die in der Folge leider auch gegen die Palästinenser eingesetzt werden. Als damals Österreich zu 99% für den Anschluss zu Deutschland gestimmt hatte, verloren alle österreichischen Gesetze ihre Wirksamkeit und die deutschen Reichsgesetze hatten auch in Österreich Gültigkeit. Nach dem Zusammenbruch, nach Kriegsende, am 8. Mai 1945 wurden alle NS-Gesetze in Österreich wiederum aufgehoben und jene, die vor 1933 in Österreich gegolten hatten, wurden wiederum eingeführt. Nach dem 15. Mai 1955, wo der österreichische Staatsvertrag unterschrieben wurde, hat man gleich begonnen, die NS-Gesetze, die vor der Zeit von 1938 bis 1945 wiederum Geltung hatten, wiederum eins zu eins von der österreichischen Regierung zu österreichischen Gesetzen zu machen. Wobei hier anzumerken ist, dass 1955 großteils der österreichischen Regierung aus Rot und Schwarz, also SPÖ und ÖVP, bestanden hat. Allein das bis dorthin gültige Bewertungsgesetz für Grund, Boden und Liegenschaften hatte der damalige Nationalrat am 13. Juli 1955, wo nicht einmal der letzte Besatzungssoldat Österreich verlassen hatte, das war ja am 26. Oktober 1955 der Fall, dieses sogenannte NS-Bewertungsgesetz eins zu eins beschlossen und danach inhaltlich zur Gänze übernommen. Dreimal Rufzeichen. Dieses Nazi-Gesetz haben so bis heute noch Gültigkeit. In der Zwischenzeit wurde es zwar einige Male novelliert, wobei eine jede Novellierung eine Form der Wiederbetätigung war. Trotz mehrfacher Anzeigen unserer Plattform, ihr könnt das auch im Internet nachschauen, dreimal www.problem.at, an die Staatsanwaltschaft wurde diese seitens der Staatsanwaltschaft ohne Kommentar zurückgelegt bzw. eingestellt. Solche Überleitungsgesetze bezieht sich der österreichische Staat in vermehrter Anzahl. Sei es die Kinderbeihilfe, standesamtliche Ehe, die Kirchensteuer und viele andere mehr. Es ist schon sehr interessant und verwunderlich, dass sich der österreichische Staat der Nazi-Überleitungsgesetze in größerem Maße bedient, ohne dafür bestraft zu werden. Andererseits, wenn ein Halbwüchsiger in irgendeinem Gasthaus primitive Nazi-Parolen von sich gibt, oder wenn ich hier sagen würde, Heil Hitler zum Beispiel, würde ich sofort eingesperrt werden. Wo wäre der österreichische Staat, wenn er sich nicht dieser sehr fragwürdigen Nazi-Gesetze bedienen würde? Wir haben im Lande zigtausende Juristen sowie Universitätsprofessoren, ein Verfassungsgericht, ein Verwaltungsgericht. Alle diese müssten von Amts wegen schon tätig werden, weil ja täglich mit dem Vollzug dieser NS-Überleitungsgesetze staatlich Wiederbetätigung stattfindet. Das ist Heuchlerei. Wenn ein Kleiner in seinem Rausch womöglich, wie ich schon gesagt habe, eine Nazi-Parole von sich gibt, wird er mit Sicherheit bestraft. So muss der Staat erst recht bestraft werden, der im großen Stil jeden Tag Wiederbetätigung macht. Mit dem Staatsvertrag 1955 hat sich der österreichische Staat dazu verpflichtet, dass alle NS-Gesetze und die kriminellen Machenschaften der Nazizeit niemals mehr aufgelebt werden dürften. Dies wurde aber damals sofort gebrochen und wir praktizieren noch heute geltende Überleitungsgesetze aus dieser Zeit. So am Rande bemerkt, solche Leute, die NS-Angehörige waren, kamen nach dem Krieg in die besten Positionen. Landeshauptleute, Landesräte wurden daraus.
Auch hier am alten Platz, Haus Nummer 11, wurde ein sogenannter Eberhard Kranzmeier geboren, der im Zweiten Weltkrieg ein hochrangiger NS-Soldat war. Auch er hat danach große Karriere gemacht. Nach ihm ist bis heute die sogenannte Kranzmeierstraße in Klagenfurt benannt. Der Grüne Reinhold Kasper wollte sogar in seinem Haus eine Gedenktafel anbringen. Und auch hier sieht man wieder, die Großen lässt man laufen, die Kleinen will man henken. Und das hat hier die Gültigkeit. Und es wird geheuchelt mit drei Rufzeichen. Herzlichen Dank. Ein paar Zitate zum Nachdenken. Die Lüge ist schon dreimal um die Welt gelaufen, bevor die Wahrheit die Schuhe anzieht. Unser Zeitalter ist stolz auf Maschinen, die denken, und misstrauisch gegen Menschen, die es versuchen. Wenn du sehr heftig kritisiert wirst, dann musst du etwas richtig machen, denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Das Geld, das man besitzt, ist das Instrument der Freiheit. Das Geld, dem man nachjagt, ist das Instrument der Knechtschaft. Arm ist nicht der, der wenig hat, sondern der, der nicht genug bekommen kann. Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mahatma Gandhi. Die Herrschenden hören auf zu herrschen, wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen. Nur ganz wenige Menschen benutzen eigene Gedanken. Die meisten denken per Anhalter. Werner Nietzsche. Wenn die Klügeren weiter nachgeben, regieren die Dummen die Welt ewig. Jesus verkündete das Reich Gottes und gekommen ist die Kirche. Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie schon längst abgeschafft. Der größte Nährboden für Angst ist Unwissenheit. Wenn jemand sagt, er habe keine Zeit, bedeutet das nur, dass für ihn andere Dinge wichtiger sind. Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken. Isaac Newton. Humor ist die Medizin, die am wenigsten kostet und die am leichtesten einzunehmen ist. Giovanni Guareschi. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Geschichte ist eine Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Das sagt der Voltaire. Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Otto von Bismarck. Jede neue Erkenntnis muss zwei Hürden überwinden. Das Vorurteil der Fachleute und die Beharrlichkeit eingeschliffener Denkweisen. Max Planck. Die Eliten der Welt plündern unseren blauen Planeten und die Politiker stehen Schmiere. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Dumme, die nicht fragen. Andreas Popp. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Bertolt Brecht. Dr. Ruth aus der Schweiz sagt, die Zukunft ist ethisch oder gar nicht. So, nochmal einen großen Applaus für die Erika, das war echt super. Danke. Jetzt hören wir zwei Lieder von, er wird sich selber vorstellen, danke, schon im Voraus, danke. Guten Abend, mein Name ist Lojel Cedric und ich bin aus Frankreich.
Ich bin ein Mensch, bin schon 10 Jahren unterwegs gewesen, zu Fuß und mit dem Fahrrad. Und bin jetzt seit 3 Jahren, als Hirte in Kärnten und 1 Jahr als Besitzer von einem Zirkuswagen irgendwo in Feldkirchen. Und bin halt Straßenmusiker und würde jetzt mit Frieden meine Friedenslieder singen, auf Französisch. Elle écoute pousser les fleurs au milieu des bruits des moteurs, avec de l'eau de pluie et du parfum d'encens. Elle voyage de temps en temps, elle n'a jamais rien entendu. Des chiens qui aboient dans la rue, elle fait du pain doré tous les jours à 4 heures. Mène sa vie en couleur. Elle collectionne les parfums de l'automne et les brindilles de bois mort. Et quand l'hiver arrive, elle referme ses livres et puis doucement elle s'endort sur ses tapis de laine au milieu des poupées indiennes. Sur ses ailes enduvées de ses 2 pigeons blancs, jusqu'au premier jour du printemps, elle collectionne les parfums de l'automne et les brindilles de bois mort. Et quand l'hiver arrive, elle referme ses livres et puis doucement elle s'endort sur ses tapis de laine. Au milieu des poupées indiennes, sur ses ailes enduvées de ses 2 pigeons blancs, jusqu'au premier jour du printemps. Elle dit qu'elle va faire le tour de la terre et qu'elle sera rentrée pour dîner. Les moments fragiles, les mots inutiles, elle sait tout cela quand elle écoute pousser les fleurs. Et quand les autres s'emportent et quand j'arrive à m'enfuir, c'est chez elle que je vais dormir. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne peut pas dormir, ne peut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir.
Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Dankeschön. Grüß euch, schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir sind the Free Voice of Feldkirchen. Wir flyern unsere Gedankengänge zu dem System und so weiter und sind hier das erste Mal dabei und freuen uns, dass eben so viele Leute hier sind. Und wir haben ein bisschen was vorbereitet. In kurzen Sätzen eigentlich ziemlich hart geschrieben, aber ich denke, das passt zu dieser Zeit. Man nimmt dich in Besitz, beschränkt deine Freiheit und nennt das dann Staatsbürgerschaft. Man nennt dich Bürger. Dieses Wort ist nichts anderes wie Personal oder Sklave. Alles, was ein Sklave besitzt, erzeugt, erschafft, muss er mit den Herrschenden teilen, in Form von Steuern. Verwalter und Sklaventreiber, Politiker und Beamte organisieren und kontrollieren und wirtschaften den Sklavenbetrieb, in Klammer Staat, nicht im Auftrag des Herrschers. Weil Sklaven keine Sklaven sein möchten, müssen sie denken, sie wären freie Bürger in einem demokratischen Land, dessen Regierung durch Wahlen von und für das Volk den Sklaven dienen sollten. Wenn der Herrscher nebenbei erwähnt, das Geldsystem kontrolliert, kann er jede gewählte Regierung durch Armut kontrollieren. Also sind wir absolut undemokratisch, wir haben kein Mitspracherecht. Durch ein staatliches Bildungssystem werden Kindern Grundwissen vermittelt, Ideologien, indoktrinierte Werte und Normen festgelegt und Ansichten durch gezielte Desinformation geprägt. Dadurch, dass diese Regierung auch diese Sparte kontrolliert, haben auch hier die Herrschenden die Kontrolle. Damit der Bürger nicht erkennt, dass er ein Sklave ist, wird er beschäftigt in seiner Freizeit mit Unterhaltung, Konsum, Alkohol, Nachrichten, Konkurrenzdenken, Feindbilder, Krankheiten, Bürokratie, Schulden, Gefahren, Minderwertigkeitskomplexe, Politik, Gesetze und Klatsch. Wir haben ein System, das uns Gesetze vorschreibt. Wenn wir uns nicht daran halten, droht der Staat mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug. Sind wir demnach frei? Wo ist der von Gott gegebene freie Wille? Wir dürfen wählen und haben aber keinen Einfluss, was die Politiker aus ihrer vierjährigen Amtszeit beschließen, verschleudern, privatisieren. Sie sind maximal Prokuristen, die dürfen nichts verkaufen. Haben wir wirklich Mitspracherecht oder begraben wir nicht unsere Stimme in der Wahlurne für die nächsten 4 Jahre und überlassen die Führung irgendwelchen Parteien, die sowieso nur für Wirtschaft und Industrie einstehen? Österreich ist eine Firma, wie jedes andere Land auch. Österreich hat eine Steuernummer, wie jedes andere Land auch. Genau wie Polizei, Gerichte und so weiter sind sie gewinnorientierte Unternehmen. Sie haben kein Recht, hoheitliche Maßnahmen zu setzen. Und da stelle ich mir einfach ein paar Fragen. Warum steht das Gehalt, das wir verdienen, in keiner Relation zu dem, was unsere Chefs verdienen? Warum gesteht man einigen wenigen Reichtum und viel Freizeit zu, während andere sich tagtäglich abstrampeln? Warum erzeugt das Gesundheitssystem Konsumenten statt Gesundheit? Warum sind die Kinder im Kindergarten, die Alten im Heim und die Eltern beide in der Arbeit für ihren Konsumwahn oder für ihren imaginären Standard, den sie weiter zu erhalten versuchen? Konsumwahn für was? Menschen zu imponieren mit dem angehäuften Besitz. Imaginärer Standard, Freiheit versus Sicherheit. Warum herrscht eine Zeit-ist-Geld-Stimmung?
ganz ehrlich, jetzt habe ich alles Negative aufgezählt, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir Menschen wieder zusammenhalten beginnen. Dass die Leute, die Geld haben, es teilen für gemeinnützige Projekte. Zum Beispiel, wir suchen jetzt seit 2 Jahren schon einen Bahnhof für eine Kommune. Wir waren voriges Jahr in Frankreich und haben eine Kommune besucht, wie sowas funktioniert mit biodynamischem Anbau. Ich durfte mit dem Pferd am Feld pflügen, ohne Technik, ohne allen. Und ich muss ehrlich sein, ich glaube, das ist das Richtige. Wenn irgendjemand weiß, wo man am Bauernhof, wo mehrere Leute zusammenarbeiten können, ohne dass wir mehr abhängig sind von der Lebensmittelindustrie oder auch, wir wollen uns nicht mehr vergiften lassen, wir wollen wieder frei werden, frei. Und das können wir nur, wenn wir forward to the roots gehen. Ich danke euch. Schönen Abend. Mal, ja. Also ich möchte nur ergänzen vom letzten Mal, das ist ganz wichtig, wo ich von dem Fuchs, also vom Fuchs in der Falle, der dann erschlagen ist, vorhin erzählt habe. Und zwar stammt das Jagdgesetz, ich habe das Schwarzbuch der Jagd, dieses Jagdgesetz, wo man einen Fuchs in die Falle, in eine Lebendfalle gibt und dann in einen Sack hineintun kann und so lange gegen einen Boden schlagen oder gegen einen Baum, bis er tot ist, damit das Fell kein Schussloch hat, stammt vom Göring. Dieses Jagdgesetz stammt vom Göring. Und da frage ich mich schon, ob das nicht eine Wiederbetätigung ist. Ich möchte euch alle auf das Herzlichste begrüßen. Sie kennen mich von letzten Mal. Ich bin Mitglied des Vereins Together. Und ich sage Ihnen eines. Am Anfang der Rede wurde gesagt, wir leben im Frieden. Das stimmt nicht. Wir sind mitten im Krieg, nämlich im Wirtschaftskrieg, wo der Mensch immer weniger Geld zur Verfügung bekommt und immer mehr zahlen muss, weil der Staat braucht Geld. Und dann gibt es noch Politiker, die sagen, ja, dem ist noch nicht genug. Nächstes Jahr kommt das nächste Sparpaket. Ich sage euch, gegen das müssten wir uns wehren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend allerseits. Grüß euch, hallo. Ich möchte euch gerne heute, oder möchte bei euch heute gerne aufrufen zur Relavution, also nicht zur Revolution, sondern zur Findung der Liebe. Und dazu würde ich euch bitten, gerne im Kreis aufzustellen und die Hand zu geben. Und dann werde ich ein bisschen was herumfragen. Und das Ganze hat einen Zusammenhang mit dem 9. Oktober. Am 9. Oktober gibt es in Triestach, im Süden von Lienz, gibt es eine Friedenskette. Da sollen bis zu 1200 Menschen kommen. Das wäre genial. Und das möchte ich gerne mit euch jetzt mal so üben, mit den 30 Menschen, die da stehen, dass wir so eine Friedenskette hier hier am Platz mal machen. Und ich gehe dann herum und frage, was jeder Einzelne unter Frieden versteht. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es funktioniert und was es hier gibt. So, wer möchte Hände geben? Wer möchte den Nachbarn, an Nachbarn die Hand geben? Gibt es da ein paar, die anfangen wollen? Super, wir sind schon zu dritt. Wir üben jetzt eine Friedenskette. Auf der Montagsdemo. Auf der Montagsharmonie. Und eigentlich können die Leute, die im Lokal sitzen, da auch mitmachen, wenn sie wollen. Das ist eigentlich ganz, ganz was Friedliches, das tut nicht weh, es kostet nichts, es ist gratis, es ist Gefühlsharing, wenn wir gerade so viel Share Economy auch machen. Ich möchte auch die Hand geben. Ich wandere jetzt immer weiter, genau, ich mach den Anfang und das Ende. Das klingt so ein bisschen kirchlich. Kirche haben wir ja eh schon gehört, das war, ja. Das ist so eine gute, eine interessante Sache. Gut, schließen wir die Kette vielleicht, bitte. Okay, super. Jetzt sind wir schon eine ganz gute Kette. So, jetzt werde ich mit der
mit Alex durchgehen und fragen, was jeder unter Frieden versteht. Wenn er nichts sagen will, ist auch okay. Wenn wir Antwort bekommen, ist auch super. Probieren wir es einfach mal durch. Harmonie? Super. Ein Wort oder ein Satz? Du kannst mehr reden. Okay. Frieden ist für mich bedingungslose Empathie für jeden Menschen und jedes Lebewesen auf diesem Planeten, inklusive dem Planeten. Ruhe. Liebe. Ja, wenn es kein korruptes System mehr gibt, so wie jetzt, wo es keine Mörder, keine Verlorenen mehr gibt, das ist für mich dann Friede. Friede ist Kraft, nachdem sich jeder sehnt im tiefsten Herzen. Da ist Frieden. Der Himmel auf Erden. Zufriedenheit innen, da drinnen ist mir Frieden. Ja. Liebe und Harmonie. Friede ist auch unter anderem alles, dass jeder genug zum Essen hat, dass jeder genug zum Trinken hat. Das gehört auch zum Frieden dazu. Nicht nur mit den Gewehren nicht schießen, aber, wie ich schon gesagt habe, auch die Politiker sollten Frieden schließen mit uns kleinen Leuten. Wenn keiner dem anderen anlügt, haben wir automatisch Frieden. Stimmt, ja. Keine Lüge mehr. Ich sage einfach Danke. Ich sage einfach Danke. Freiheit. Frieden ist ja Freiheit und Harmonie, bitte. Ja. Friede ist, wenn wir uns alle gern haben. Na, mir fallen nur zwei Sachen ein. Der erste Punkt ist, Friede ist, wenn alle Kriegstreiber hinter Gitter sitzen. Und der zweite Punkt ist, Friede ist das Fehlen von Krieg. Ja, super. Alles, was hier gesagt worden ist, ist Frieden in meinen Augen. Mhm. Danke. Sich selbst und andere auch zu akzeptieren, ist für mich Frieden. Wo jeder glücklich werden kann. Ja, super, danke. Friede ist eine Kraftwirkung, die jeder spüren kann. Und nur ein gemeinsamer Friede, der zählt. Super. Einheit. Eins miteinander. Ja. Wie ein Organismus funktioniert. Ja, in Zusammenarbeit, genau. Zusammenarbeit. Ja, genau. Harmonie. Ja, Harmonie. Friede ist das, was wir jetzt auch tun, also gemeinsam. Denn wir stehen ja genau für diesen Frieden ein. Und daher treffen wir uns auch bei den Mahnwachen. Super. Bitte. Danke. Ja, haben wir schon, gell? Nein. Du noch. Friede ist Freude, die aus dem Herzen kommt. Super, danke. Ja, ich danke für den vielen Frieden. Für mich ist das auch Frieden, wenn so viele Leute, also so viele Menschen, über den Frieden was sagen können. Das ist einfach genial. Und das, dafür bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich. Ich möchte noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen. Am 11. Oktober gibt es den Aktionstag gegen die vielen, 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 vielen lustigen Abkommen wie TTIP, CETA, TISA, was weiß ich was alles. Und diesen Aktionstag gibt es da auf dem Alten Platz um 10 Uhr. Also um 10 Uhr fängt der an, das soll bis 14 Uhr laufen. 11. Oktober ist der Samstag. Hinten, okay. Was habe ich noch? Genau, die Friedenskette haben wir ja eh schon gemacht. Ja, am Freitag, also vergangenen Freitag, war ich in Wien und habe im Parlament die Petition gegen die Lebensmittelverschwendung, also eigentlich gegen Produktverschwendung, das Anti-Wegwerfgesetz, habe ich abgegeben. Das liegt jetzt eben im Parlament. Da haben einige von euch haben da dankenswerte unterschrieben. Und die machen jetzt eine Stimmenauszählung, also eine Auszählung, was halt gültige Unterschriften sind. Und das bekommen wir dann eben mitgeteilt, ob wir jetzt noch weiter sammeln sollen, müssen oder ob das jetzt im Parlament eben vorgelegt wird und eben als Internetpetition freigeschalten wird. Sobald das eine Information da eben verfügbar ist, werde ich dann wieder sagen, was Sache ist und wie es da weitergehen kann. Und ich war zufälligerweise genau gleichzeitig mit dem DTIP, CETA, mit
mit der Petition unabgesprochen waren wir echt genau zum gleichen Moment dort. Und das finde ich einfach lustig, dass sich das so ergeben hat. Gibt es noch was zum Sagen? Ja, hallo, grüß euch alle miteinander. Ich bin schon das 10. Mal bei den Mahnwachen und jetzt nutze ich aber wirklich die Gelegenheit, ein großes Dankeschön zu sagen allen diejenigen, die hier so aktiv mitarbeiten, die hier präsent sind, die eben den Infostand hier aufgebaut haben und eben für alles. Schon einmal deshalb, ich habe mich schon vor gut 15 Jahren mit Themen auseinandergesetzt, die jetzt total aktuell sind. Sehr viele Menschen sind angesteckt worden. Ja, warum? Weil es auch Vorreiter gegeben hat, die sich schon vielleicht vor 10 oder 20 Jahren sich Gedanken gemacht haben, aha, das ist das Schulgeschichtsbuch, wie kommt das zustande, was steckt dahinter? Es lohnt sich tatsächlich, manche Dinge auch zu hinterfragen, die Frage nach warum. Und so bin ich schon vor 15 Jahren, habe ich schon vorausgesagt, dass aufgrund unseres bestehenden Finanzsystems wir in einer sehr schrägen Situation hinein geraten werden. Und jetzt, sie aktuell, man erlebt das regelrecht live und ich bin froh, dass ich auch hin und wieder dabei sein kann und eben manchmal mache ich hier Fotos und jetzt habe ich halt zum ersten Mal auch was gesagt. Ich sage jetzt recht herzliches Dankeschön für das kurze Zuhören. Hallo Klagenfurt. Na, es freut mich außerordentlich, dass wir die 20. Mahnwache miteinander hier begehen können. 20 Wochen für den Frieden, was kann man sich Schöneres wünschen, als mit so netten Menschen immer zu tun zu haben, Ideen auszutauschen, Informationen auszutauschen oder einfach einmal nur quatschen. Finde ich total super. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich heute sagen werde und ich glaube, es passt ganz gut dazu, dass wir mal ein Resümee ziehen über die Mahnwachenbewegung. Und da habe ich euch was mitgebracht von einem Mann der ersten Stunde, Lars Mehrholz. Der Lars Mehrholz hat es ja ins Leben gerufen in Deutschland mit dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Es sind dann sehr viele Themen immer wieder dazugekommen. Ihr kennt diese Themen mittlerweile alle, glaube ich, recht gut. Ich brauche sie nicht aufzählen. Ja, und da hat der Lars Mehrholz gemeint, am 21. September 2014. Also, ihr lieben Souveränitätsförderer, BRD, GmbHler oder Reichsdeutschen, das ist nicht eure Bewegung. Wenn ihr nicht versteht, wo die Probleme dieser Welt wirklich liegen, solltet ihr noch einmal nachdenken, ob es Sinn ergibt, auf die Straße zu gehen. Wir haben über dieses Problem auch viele Gedanken gemacht in Deutschland. Scheiden sich offenbar die Geister, es gibt Spaltungserscheinungen, aber es gibt auch leider Gottes sehr viele Gerüchte, denen man nicht unbedingt Glauben schenken sollte. Es sind in Deutschland sehr viele Menschen im Sinne des Friedens unterwegs. Mehr dazu dann auch noch später. Ja, und der Lars Mehrholz hat einen 6-Punkte-Plan mit anderen Menschen in Zeitz entworfen. Und da sagt er, hallo ihr Lieben, die Mahnwachen sind keine lokale Bewegung. Das zeigen die vielen Friedensaktivisten sowohl in Österreich als auch in der Schweiz, in Spanien, in Amerika, in Kanada und in einigen anderen Ländern. Für einen Wandel auf diesem, unserem Planeten brauchen wir keine 100.000 Menschen in Deutschland auf der Straße, sondern wir brauchen Millionen weltweit. Damit sich jedes Land dieser Welt uns anschließen kann, haben wir diese 6 Punkte in Zeitz beschlossen. Der Beschluss des bundesweiten Orga-Treffens in Zeitz über die Ziele der Mahnwachen für den ersten Weltfrieden lauten: Punkt 1, Umsetzung der UNO-Menschenrechtscharta. Punkt 2, für eine Welt ohne Imperialismus und Faschismus, für einen Weltfrieden.
Punkt 3. Für ein gerechtes und nachhaltiges Wirtschafts-, Finanz- und Geldsystem mit dezentralen und kooperativen wirtschaftlichen Strukturen, getragen von einem reformierten System der Wert- und Geldschöpfung und ein Verbot der privaten Zentralbanken und die weltweite Überwindung des verzinsten Schuldgeldsystems und der Chiralgeldschöpfung. Punkt 4, das ist auch ein großes Anliegen von mir persönlich. Gewalt und Krieg dürfen kein Mittel mehr der Politik sein. Punkt 5, für eine freie und objektive Berichterstattung und unabhängige Medien. Und last but not least, Punkt 6, Transparenz öffentlichen Handelns von Staat, von Politik und von der Wirtschaft verpflichtend und Schutz der Privatsphäre. Ja, lieber Merholz, lieber Lars Merholz, ich danke dir recht herzlich. Schöne Grüße aus Österreich. Ich glaube, auch hier gibt es sehr viele Menschen, die genauso denken. Auch hier gibt es sehr viele Menschen, die sich nicht spalten lassen wollen, egal wie und wo sie in der Friedensbewegung teilnehmen. Und mein Dank gilt auch an euch alle, die ihr hier seid, die im Sinne des Friedens auf die Straße geht. Ich danke allen, die sich irgendwie einbringen, sei es in der Technik, hinter der Kamera, sei es am Infostand, sei es auch, wenn man nur hier präsent ist, zuhört und vielleicht diese Informationen, die man hier bekommt, zu Hause weiterträgt. Ja, wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, was die Politik machen könnte. Ich bin der Meinung, dass jeder von uns etwas machen kann. Das muss die Prämisse sein. Wenn man bei sich selbst beginnt, ohne mit dem Finger zu zeigen und den Frieden lebt, die Liebe lebt, die Empathie lebt, dann haben wir alle eine Chance, auch diesen Schulterschluss zu erreichen, über Grenzen hinweg. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche an der Friedensbewegung. Die Friedensbewegung darf nicht für Menschen sein, die sich profilieren wollen. Das sage ich auch noch einmal ganz deutlich. Jeder, der hier einen Beitrag leistet, ist herzlich willkommen. Wir distanzieren uns aber vor rassistischen und hetzerischen Aussagen ganz genauso wie von Menschen, die pauschalieren. Denn das bringt uns nicht den Frieden. Eher das Gegenteil. Und das haben wir leider auf der Welt. Ob es in Politik, Hochfinanz ist oder in der Hochwirtschaft, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Feindbilder mehr. Ich habe euch ein paar ganz interessante Termine mitgebracht. Jetzt geht's rund, könnte man schon sagen. Und ich habe deswegen heute auch als Symbol gewählt den tasmanischen Teufel. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor, die Friedensbewegung als friedliebender tasmanischer Teufel, der durch die Straßen fegt und die Menschen aufruft und appelliert für den Frieden. Deswegen heute auch mein Outfit. Am ersten Tag geht's gleich los, kann man auf Facebook anschauen. Da gibt es eine Initiative, ein Tag ohne Facebook. Was wäre, wenn wir einen Tag ohne Facebook auskommen würden und den anderen Netzwerken? Das wäre doch herrlich, wenn wir diese Zeit nutzen würden, um uns zu vernetzen, mündlich, wenn wir vielleicht zum Nachbar rübergehen, eine Schale Kaffee trinken oder wenn wir uns mit Freunden treffen und wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, denn das fehlt ein bisschen in der heute so hochtechnischen Welt. Es geht dann gleich weiter in Wien am 2. Oktober ab 19 Uhr. Da gibt es ein großes Friedenstreffen, wo auch ein großes Friedenslicht entzündet wird. Da sind die Menschen auch alle recht herzlich eingeladen. Beginn, wie gesagt, um 19 Uhr und das ist zugleich der Tag der Gewaltfreiheit. Eine ganz wichtige Sache, denn Gewalt ist niemals eine Lösung.
Ja, und dann ist der 3. Oktober. Da geht es in Deutschland zur Sache. Da gibt es den Tag der Wahrheit. Auch in Österreich sagt mir gerade der Marian, danke. Tag der Wahrheit. Ja, wir wollen natürlich hier die Journalisten ansprechen. Das ist von einer Journalistin von Wissenmann und Tournett quasi ins Leben gerufen worden. Ich glaube, Eva Herrmann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir wollen ganz einfach die Wahrheit hören an diesem Tag. Aber nicht nur an diesem Tag, sondern dieser Tag soll der Beginn sein, wirklich für eine freie Presse, für freien Journalismus, dass die Menschen die Wahrheit erfahren und nicht belogen und betrogen werden, wie es jetzt leider sehr oft passiert, gerade in den Mainstream-Medien immer wieder zu allen Themen. Und das soll ein bisschen aufrütteln und zugleich formiert sich auch eine Delegation von hoffentlich sehr vielen friedliebenden Menschen vor dem Reichstag in Berlin. Und ich rufe alle dazu auf, die irgendwie dabei sein können. Es gibt, glaube ich, auch eine Radioverbindung. Man kann es über Facebook mitverfolgen. Bitte informiert euch, 3. Oktober ist Tag der Wahrheit. Es gibt aber auch viele regionale Geschichten. Und da möchte ich mit dem Volkshaus beginnen in Klagenfurt. Da haben wir nämlich die Volkshauseröffnung mit dem Kunstopening auch am 3. Oktober. Der Lutzki Dom ist in der Nähe vom Bahnhof, schräg vis-à-vis vom Bahnhof, ganz einfach zu finden. Und ihr seid herzlich alle eingeladen zu diesem Ort, der wieder erstrahlen soll, zu einem Ort der Begegnung und zu einem Ort der Kunstschaffenden. Und am 4. Oktober darauf gibt es das Musikopening, auch im Volkshaus Lutzki Dom, jeweils ab 20 Uhr am Abend. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Wir haben dann am 4. Oktober in St. Jakob in Rosenthal einen großen Flohmarkt von Globo. Das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit. Dort sind ganz viele Sachen, die man sich anschauen kann, die man sich holen kann. Und das soll auch so ein Ort der Begegnung sein. Dieser Flohmarkt wird auch vom Verein Together unterstützt. Wir haben heute ein paar Leute hier. Ja, da ist sie schon, die Julia ist die Opfer von Together. Hallo, ich wollte nur sagen, es kann jeder einen Stand machen bei diesem Flohmarkt, wenn er das möchte. Danke, Robert. Danke, Julia. Sie ist so bescheiden. Sie macht übrigens auch das Foodsharing in Klagenfurt, auch über den Verein Together. Mittwoch und Sonntag immer von 17 bis 19 Uhr kann sich jeder Mann gratis Lebensmittel holen. Und gratis ist gratis. Jede Frau natürlich auch. Auch jedes Kind. Und wenn man einen Hund hat oder eine Katze, manchmal gibt es sogar für die etwas. Wir haben auch am nächsten Sonntag geplant eine Kleiderausgabe, auch beim Lutzki Dom. Dort ist nämlich der Foodsharing Point. Ihr seid auch dazu herzlich eingeladen, bei Schönwetter bitte, von 15 bis 17 Uhr. Und nachher, wie gewohnt, von 17 bis 19 Uhr ist eben die Lebensmittelausgabe. Bitte kommt recht zahlreich oder sagt es weiter, denn das sind sehr viele schöne Sachen und die sollen auch jemandem zugutekommen. Denn man muss nicht immer eine Leistung erbringen, um eine Gegenleistung zu bekommen. Wir leben ohnehin in Konkurrenz oder werden gezwungen dazu. Die Menschen, die hier sind, tun das vermutlich nicht mehr. Sagt es weiter bitte, also Sonntag wird auch Kleidausgabe ab 15 Uhr. Am 5. Oktober gibt es dann eine Facebook-Aktion, da kann man sich beteiligen. Die heißt Dein Jahr für den Frieden. Da möchte man natürlich ganz viele Teilnehmer haben, damit man ungefähr mal eine Ahnung hat, wie viele Menschen eigentlich wirklich für den Frieden sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine geringe Zahl ist. Es ist nicht jedermanns Sache, auf die Straße zu gehen, vielleicht hier zu sprechen, aber im Geheimen zu Hause
Man kann einen Knopf drücken auf Gefällt mir und man kann auf Teilnehmen drücken und damit ist man schon dabei. Und ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Sache, dass man diesen Schulterschluss, wenn auch nicht auf der Straße, zumindest übers Netz weiter verbreitet. Und ich bin neugierig, welche Zahl da dann am Schluss wirklich herauskommt. Am 10. Oktober öffnet auch der Kostnixladen wieder in Klagenfurt in der Spitalgasse 2. Auch da seid ihr herzlich eingeladen. Tauschen statt kaufen heißt die Devise. Man kann Sachen bringen von zu Hause, die man nicht mehr benötigt. Man kann sich aber auch Sachen holen. Man kann auch tauschen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Schaut euch das an. Natürlich auch hier der Kostnixladen, eine Begegnungszone zwischen Menschen wie du und ich. Nehmt dieses Angebot an. Ja, und eine ganz tolle Neuigkeit für all jene, die gerne vegan essen. Der Sandwirt kocht vegan in Zukunft. Und das nicht nur in einem Menü, sondern das wirklich den ganzen Tag. Er hat vom Frühstück über das Mittagsbuffet bis hin zum Abendessen ein veganes Angebot. Das freut mich ganz besonders für all jene Menschen, die ihre Ernährung umgestellt haben oder schon längst umgestellt haben, dass es hier ein Angebot gibt, auch im größeren Stil. Man kann dort feiern, Familienfeste, man kann einen Snack bekommen, alles vegan. Und das ist auch auf der Speisekarte vermerkt. Ich finde das großartig, dass das auch dieses Bewusstsein schon langsam hier in Klagenfurt Einzug hält. Denn da gibt es leider noch viel zu wenige. Ich erinnere, es gibt nur ein veganes Lokal, das Delicious. Einige werden es kennen. Es gibt das Kleeblatt. Kärntner Hormatle hat ein bisschen was auf der Speisekarte. Auch Augustin. Aber wirklich ein durchgehendes Angebot gibt es jetzt eben beim Sandwirt. Ja, und ein ganz wichtiger Termin, den kann man nicht oft genug wiederholen, ist der 6. Dezember 2014, die erste globale Mahnwache in Wien. Und da müssen wir in Kärnten hier natürlich auch dabei sein. Ich lade alle recht herzlich ein, die dabei sein wollen. Kommt zu uns, vernetzt euch mit uns. Es wird sich eine Lösung für jeden finden lassen, der auch kein Auto hat. Also ich kann 4 Leute mitnehmen, das ist überhaupt kein Thema. Und wer da dabei sein will, bitte rechtzeitig sagen, also ich bin auf alle Fälle dabei. Ja, vielleicht ein bisschen noch etwas zur aktuellen Politik. Und da gibt es natürlich sehr viel, das uns sauer aufstößt. Ja, und wie da gearbeitet wird, das möchte ich vielleicht anhand der bevorstehenden Abstimmung, die ist auch im Oktober, ich glaube am 26. die neue EU-Kommission. Ja, und wenn ich mir das so durchlese, jetzt so im Schnellverfahren, dann kommt mir das so vor wie das berühmte Sprichwort, da werden die Böcke zum Gärtner gemacht. Ja, und der Herr Juncker hat sich vielleicht bei der Besetzung dieser Kommission nicht viel gedacht. Denn für Energie und Klima soll in Zukunft ein Spanier zuständig sein. Der Mann heißt Miguel Arias Caninete, seines Zeichens Erdölmanager. Ist schon ein bisschen komisch, dass man einen Erdölmanager, einen Lobbyisten hier beauftragt, sich mit Energie und Klima zu beschäftigen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht straft er mich ja Lügen. Nur so nebenbei ist dieser Mann aus Spanien auch ein Förderer von Fracking und Ölförderung. Nona nicht. Würde ich sagen, jetzt so leger in Kärnten hier. Als Erdölmanager muss er ja das fast sein. Aber bei allem empathischen Verständnis kann ich das nicht nachvollziehen. Ja. Mit der Finanzmarktaufsicht wird niemand geringerer betraut als Jonathan Hill, auch ein Lobbyist aus Großbritannien. Für Wirtschaft und Währung soll der ehemalige Finanzminister aus Frankreich zuständig sein, Pierre Moscovici, wenn ich es richtig ausspreche. Und wie wir alle wissen,
ist das Finanzsystem und das Wirtschaftssystem in Frankreich alles andere als obenauf. Die Grand Nation, wie sie immer genannt wurde, ist gar nicht mehr so grand, glaube ich. Ja, das sind einige Beispiele. Das kann man alles auch im Internet nachlesen, natürlich. Und wir haben ja heute auch einen Gast aus Deutschland, genauer gesagt aus Koblenz, die Ilona. Sie wird mir dabei pflichten. Sie kennt diesen Mann, glaube ich, ganz gut. Den Günther Hermann Oettinger, seines Zeichens ehemaliger Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Und wenn man bedenkt, dass Deutschland die Hauptlast des EU-Budgets trägt, dann bekommt der Herr Oettinger ein ganz ein tolles Auftragsgebiet. Er wird Internetkommissar. Also was läuft da in die falsche Richtung? Ja, und auch in Österreich brauchen wir uns nicht rühmen, denn Johannes Hahn hat zwar ein sehr interessantes, einen sehr interessanten Bereich zugesprochen bekommen, und zwar die Nachbarschaftslösungen. Ich habe das schon einmal gesagt, lieber Herr Hahn, ich würde Sie sehr darum bitten, einmal aufzustehen für den Frieden, denn auch die Ukraine sind unsere Nachbarn, auch die Israelis und die Menschen im Gazastreifen, auch wenn sie nicht direkt dicht an dicht mit uns wohnen, aber diese Menschen haben diese Behandlung nicht verdient. Bitte setzen Sie ein Zeichen des Friedens im Parlament, im EU-Parlament. Ja, ich könnte die Liste natürlich jetzt x-beliebig fortsetzen, aber ich glaube, ihr wisst ganz genau, worauf ich hinaus will. Wir müssen etwas tun. Wir dürfen sich nicht mehr auf Politik, Medien und Hochfinanz verlassen. Wir müssen uns auf unsere alten Werte, die wir heute schon im Kreis besprochen haben, besinnen. Empathie, Liebe, Freundschaft, Ehrlichkeit. Dann können wir den Schulterschluss erreichen. Den Schulterschluss für den Frieden. Ja, abschließend möchte ich noch einmal ein paar Dankesworte sagen. Ich richte Dankesworte nach Niederösterreich, nach St. Pölten, zur tollen ersten Mahnwache letzte Woche bei Regen. Es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie sich die Menschen auch dort engagieren. Das heißt, wir haben jetzt 12 Mahnwachen in Österreich. Und ich hoffe, dass diese Spaltungsgerüchte, die durch Deutschland kursieren, jetzt zum größten Teil herbeigelogen sind. Das eine oder andere mag ja durchaus stimmen. Wie gesagt, die Friedensbewegung ist sicher keine Plattform für Menschen, die sich profilieren wollen. Die Friedensbewegung ist eine Plattform für Menschen, die für den Frieden stehen, die sich auch informieren wollen, die eben auch für eine freie Meinungsäußerung stehen und die den Schulterschluss für den Frieden wollen. Das heißt, ohne Rücksicht darauf, von wo ein Mensch herkommt, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, und das sind die wesentlichen Punkte. Empathie, Liebe, Freundschaft. Wir brauchen diese Werte, denn dann werden auch uns die Augen übergehen. Es hat jeder einen Beitrag zu leisten, nicht mit Muss, sondern vom Herzen. Und das wollte ich euch noch mitgeben an diesem schönen Abend. Ich bedanke mich für alle, die gekommen sind, und ich hoffe, ihr tragt das in die Welt hinaus. Ich grüße auch Deutschland, die hoffentlich viel Erfolg haben am 3. Oktober. Und ich grüße alle Mahnwachen hier aus Klagenfurt. Peace. So, jetzt ist es auch von meiner Stimme da. Ja, es geht wieder dem Ende zu. Und ich möchte mich nur ganz kurz wiederholen. Nächste Woche Samstag gibt es einen gratis Sprachlösungsworkshop von 15 bis 21 Uhr. Nächste Woche Samstag, warum oder um was geht es? Es geht darum, wir alle leben in einem System, wo wir in Hierarchien eingeordnet sind, und dementsprechend lernen wir eines mit. Was oben ist, wird gemacht und gegen unten hin noch einmal treten. Das lernen wir indirekt unbewusst, und deswegen fällt es vielen Menschen schwer, andere Meinungen, die radikal sind vielleicht oder die ganz extrem sind, zu akzeptieren. Wichtig, ich sage jetzt nicht, dieser Meinung beizutreten, sondern zu akzeptieren. Das ist ein Unterschied.
Und aus diesem Grund gibt es, Marien, nächste Woche am Samstag einen Workshop bei der Michi im Haus. Kannst du die Straße schnell rufen, wo das ist? Jesernikstraße, genau. Dort wird es 20, dort wird es stattfinden. Und genau, kostet nichts, einfach nur was zum Trinken mitnehmen und was vielleicht zum Snacken mitnehmen, damit man es fein haben. Aber genau, das ist es. Und ich lade allem ein, natürlich besonders die Menschen, die sich hier engagieren, aber natürlich auch alle anderen Menschen, weil es ist möglich, Veränderung ist möglich und Empathie ist auch möglich. Dankeschön. Super, danke. Ich sage auch nochmal danke. 20 Mal Montagsharmonie in Klagenfurt, das ist echt gewaltig. Ein großer Applaus nochmal, super. Ich wünsche mir für die nächsten Male jetzt schon, dass wir uns selber immer mehr verändern dürfen, dass wir gemeinsam die Harmonie erleben dürfen, untereinander und auch da weiterhin. Das ist ganz wichtig, das liegt mir sehr am Herzen. Super. Ich habe noch zwei Zitate von der Erika, was ich heute schon vorgelesen habe, die hat mir sehr gut gefallen. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Dumme, die nicht fragen. Von Andreas Popp. Die Herrschenden hören auf zu herrschen, wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen. Und ich sehe einfach, mir mal aufgehört zum Kriechen, deswegen stehen wir immer da am Montag und ich fordere alle auf und ich sage einfach zu jedem, der was das im Internet anschaut, kommt auch her, hört auch auf zum Kriechen, selbst dabei mit uns. Und da haben wir einfach gemeinsam echt was bewegt für den Frieden. Und ich danke einmal für jeden, der was da ist, was sich einfach mit Eigeninitiative einsetzt und was bewegt. Wir treffen uns jetzt beim Augustin und feiern 20 Mal Montagsharmonie Klagenfurt. Jeder ist herzlich eingeladen und willkommen. Super. Genau, ein Lied hören wir jetzt noch. Super, danke. Das ist ein Lied über Freundschaft, Liebe und Toleranz. Das Lied heißt Natascha. De mes tristesse me reste un vieux manteau qui laissait passer le froid. De mes lambeaux de jeunesse, un vieux chapeau qui ne protège pas. J'ai beau choisir un chemin, me méfier d'une main, tu vois, je ne sais rien. Le temps qui passe ne guérit de rien, Natacha, toi, tu le sais bien. 2000 ans de froid, de toundra et de toutes ces Russies qui coulent en moi. De trop d'hiver et d'espoir et des ivresses au champ des balalaïcas. Tu dis qu'on a peur et qu'on glisse ses peurs comme on glisse les nuits de Vaïatka. Dans chacun de tes baisers, Natacha, c'est tout ce qui m'approche de toi. De mes tristesses me reste un vieux manteau qui laissait passer le froid. De mes lambeaux de jeunesse, un vieux chapeau qui ne protège pas. J'ai beau choisir un chemin, me méfier d'une main, tu vois, je ne sais rien. Le temps qui passe ne guérit de rien. Natacha, toi, tu le sais bien. Dankeschön. Elle n'aimait pas mon deux pièces ces jours. Toi qui voyages, si tu la croises un jour, reviens me dire
reviens me dire. Dis-moi un peu si elle porte toujours dans ses cheveux ses essences d'amour et tous mes rêves. Oh, sur ses lèvres. Mais promets-moi, ne t'approche pas trop. Si tu poses tes doigts au bronze de sa peau, tu délires, et sans me méfier, je les serrerai très fort. Aujourd'hui encore, j'en ai les yeux qui brûlent, les yeux qui brûlent. Elle est à l'âge des voyages au long cours, des princes arabes au mariage d'amour. Des esclaves libres, des histoires à suivre. Moi, je ne rentrais qu'une fois sur deux. Mes amis étaient des gens sérieux. Difficile à suivre. Oh, dis-lui, je réapprends à vivre. Mais t'en fais pas, ne t'approche pas trop. Si tu poses tes doigts au bronze de sa peau, tu délires. Tu délires, je les serre très fort. Aujourd'hui encore, j'en ai les yeux qui brûlent, les yeux qui brûlent. Elle n'aimait pas mon de pièce séjour. Toi qui voyages, si tu la croises un jour, reviens me dire. Dis-moi un peu si elle porte toujours dans ses cheveux ses essences d'amour et tous mes rêves. Oh, sur ses lèvres. Mais promets-moi, ne t'approche pas trop. Si tu poses tes doigts au bronze de sa peau, tu délires. Oh, dis-lui que pour elle, je donnerai tout mon dernier souffle et même celui d'après. Mon dernier souffle et celui d'après. Dankeschön. Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture, où il n'y a même pas d'abeilles. Sur les pots de confiture, où il n'y a même pas d'oiseaux. Même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur les murs du couloir qui descend au parking des voitures, quelques mots pour les grands. Même pas des injures, mais si quelqu'un les entend, répondez-moi, répondez-moi. Mon cœur a peur d'être emmuré dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs, d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude et que brille la lune pleine. Ou que souffle le vent du sud, vous n'entendez pas.
Et moi je vois passer vos chiens superbes aux yeux de glace, portés sur des coussins que des maîtres embrassent pour s'effleurer la main. Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur d'être emmuré dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs, d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Mais la dernière des fées a perdu sa baguette magique. Mon ami le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées. Au pied des arbres synthétiques, il ne reste plus que moi. Et moi je vis dans une maison sans balcon, sans toiture, où il n'y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, où il n'y a même pas d'oiseaux. Même pas la nature, c'est même pas une maison. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur d'être emmuré dans aussi peu d'espace, enlisé avec les camions qui passent. Moi qui rêvais de champs, d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Danke. Ja, wunderschöne Musik. Ich möchte noch etwas sagen, weil ich es vergessen habe. Und zwar die Unterschriften, die gesammelt wurden gegen das Freihandelsabkommen mit Kanada. Die sind auch beim Parlament abgegeben worden. Ich bedanke mich noch einmal für die Unterstützung, damit ihr das Feedback auch habt, damit die Unterschriften nicht verschwunden sind. Es sind ca. 1000 Unterschriften gesammelt worden. 500 braucht man, dass man das vorlegen kann, dem Parlament. Und ich hoffe ganz innig, dass diese Knebelverträge wirklich nicht zustande kommen. Danke für eure Unterstützung. Und mein Dank gilt auch an den Melcherhof. Ich war vorige Woche dort auf dem Gnadenhof in Truttendorf, das ist im Bezirk Grafenstein oder in der Nähe der Ortschaft Grafenstein, habe einen sehr schönen Tag dort erlebt. Vielleicht merkt ihr euch die Adresse Truttendorf 11, den betreibt der Verein für Tier- und Naturschutz Österreich. Das ist ein toller Gnadenhof, wenn ihr mal ein Ausflugsziel braucht, für Kinder super toll mit Streichelzoo. Danke für dieses Erlebnis. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite le soir à la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut l'y voir, le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aime la musique, Mozart et puis Schumann. Comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi.
Elle allait à l'école du village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Et les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait ses poupées, elle aimait ses amis. Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Ils se marieront un jour à Varsovie. Comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi qui regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle s'appelait Sarah et elle avait 8 ans. Sa vie était douceur, rêve et nuages blancs. Mais d'autres gens n'ont décidé autrement. Elle avait les yeux clairs et elle avait ton âge. C'était... Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Danke. Herzlich willkommen bei Heonea im malerischen Gmünd heute. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir freuen uns sehr, den André Stern zu begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. Ich hoffe, ich schaffe jetzt alles richtig. Instrumentenbauer, Musiker, Journalist, Autor, Lebemensch, jung gebliebenes Kind. Vater, Ehemann, da kommt noch einiges dazu, du wirst uns erzählen. Wir haben uns heute überlegt, mit welcher Frage wir heute starten werden. Und dann kam der spontane Einfall beim Spaziergang. Wir machen es umgekehrt und fragen dich, wie du heute starten möchtest. Was bewegt dich gerade im Moment? Welche Themen beschäftigen dich gerade? Was ist für dich gerade wichtig? Aber für mich ist im Moment das Kind, das, was mich bewegt. Was dazu führt, dass ich relativ viel unterwegs bin, aber immer noch sehr gerne unterwegs bin, ist eindeutig das Kind auf Erden. Und meine Hoffnung, mein Anliegen, mein ganzer Job ist es, zu versuchen, davon zu berichten, was das Kind alles sein könnte, anhand von meiner persönlichen Erfahrung. Ich war nie in der Schule. Und von auch all dem, was ich beobachte und auch von all dem, was ich von der Wissenschaft habe sammeln können in letzter Zeit,
das hoffentlich dazu führt, dass Menschen, die das hören, nachher nicht mehr machen können, als ob sie es nicht gehört hätten. Und demzufolge in einer neuen Haltung, denn am Ende geht es mir nicht um irgendeine Methode oder um irgendeine Kritik, sondern um das Angebot einer neuen Haltung. Und wenn die Leute in diese neue Haltung kommen, dann gibt es die Hoffnung, dass nach jedem Anlass oder nach jedem Interview, nach jedem Video, nach jedem Beitrag, dass es danach dem Kind auf Erden ein ganz klein wenig besser geht. Und wenn das der Fall ist, da bin ich sehr glücklich. Und das ist das, was mich im Moment bewegt. In einem deiner letzten Interviews habe ich einen Satz gehört, der mir sehr hängen geblieben ist. Du hast davon gesprochen, dass die Schule, du hast die Schule und diese ganze Prägung durch Schule wie ein Aquarium verglichen, ja, in dem der Fisch schwimmt. Und wenn man das Aquarium oder wenn man die Grenzen wegnimmt, dann schwimmt der Fisch immer noch, nur in den vorgegebenen Grenzen und nicht drüber hinaus. Und du hast dann diesen Satz gesagt, der Fisch mag aus dem, oder der Kopf mag aus dem Aquarium sein, aber das Aquarium ist immer noch im Kopf. Ja, also man hat so lange den Kopf im Aquarium, dass man am Ende das Aquarium im Kopf hat. Allerdings, das ist die Konditionierung. Da kann man von Deepak Chopra einiges lesen und nachblättern, ist sehr interessant. Das Beispiel mit dem Fisch ist natürlich sehr eindrücklich, weil das alles durchgeführt worden ist. Man hat wirklich 4 Glaswände eingebaut im großen Ozean und Fische reingetan. Und sie haben dann schnell gelernt, wie sie da nicht aus diesem Viereck kommen und haben immer in diesem Viereck geschwommen. Und irgendwann hat man die Scheiben weggenommen und sie haben weiterhin so im Viereck geschwommen. Die sind weiterhin so geschwommen. Das war für sie... Sie waren so konditioniert. Welche, die drin geboren sind, die sehen es nie, die werden es nie sehen, dass es die 4 Glaswände nicht mehr gibt. Und so wären wir. Ich kann auch Erwin Wagenhofer, den Filmemacher, zitieren, der sagt, wir leben in einem Gefängnis mit offenen Türen und Fenstern. Und die Konditionierung, die hat die Oberhand, die hält uns alle irgendwie fest. Konditionierung, da gibt es weitere Beispiele, die eindrücklich sind, wie zum Beispiel wieder Deepak Chopra, der davon berichtet, die Baby-Elefanten in Indien, die werden ja an mächtigen Bäumen mit mächtigen Ketten angefesselt und machen die Erfahrung als zarte Babys, dass sie da nicht weglaufen können und dass sie da nichts dagegen tun können, weil diese Ketten so dick sind und diese Bäume so groß. Und wenn sie später 6 Tonnen schwere erwachsene Elefanten sind, dann kann man sie mit einem Seidenstrickchen an einem Bäumchen anbinden und sie reißen auch nicht weg. Und man hat auch gemessen im Gehirn von kleinen Katzen, die in einem Raum, wo es nur horizontale Striche gibt und von anderen Katzen in einem anderen Raum, wo es nur vertikale Streifen gibt, man hat dann auch bemerkt, dass physiologisch, also atomar, ihre Gehirne so jetzt sich so entwickelt haben, dass diejenigen, die dort leben, solche Streifen nicht sehen. Sie können es gar nicht, weil sich das Gehirn so entwickelt hat, dass die Regionen, die solche Streifen und die Welt mit all diesen Komponenten, sie würden sie gar nicht wahrnehmen können, weil diese Zonen sind total eingegangen. Dann bleiben nur noch diese da. So weit geht die Konditionierung. Das heißt, es ist nicht nur in unseren Gedanken, das ist auch wirklich in unserem Körper eine Prägung. Und in Sachen Bildung sind wir voller Konditionierungen. Und wenn es nicht eine Konditionierung ist, dann sind es Meme. Da lade ich euch auch ein, von Vera Birkenbiel zum Beispiel einen Vortrag anzusehen, Viren des Geistes. Meme sind das, was, das sind keine Gene, aber es ist ein ähnlicher Begriff, das ist sehr spannend zu sehen, dass wir alle Dinge transportieren, die ganze Gesellschaft glaubt, an die ganze Gesellschaft glaubt, obwohl niemand das selbst probiert hat und obwohl die Beobachtung der Realität uns das Gegenteil beweist, zum Beispiel das in die Meme. Und in Sachen Bildung, in Sachen Kinder, in Sachen Haltung dem Kind gegenüber, sehen wir alle voller Meme oder konditioniert. Es ist auch normal, dass wir konditioniert sind. Es gibt so weitere Beispiele, die spannend sind. Ich höre oft, wenn ich diese Geschichte erzähle, Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache, wie ihr sofort gesehen habt. Also Deutsch ist eine Baustelle, eine geliebte
Baustelle, aber weiterhin eine Baustelle. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, höre ich immer wieder gerne Leute, die mir sagen, schön und gut, ja, aber. Gibt es ja logischerweise. Und dann suchen sie natürlich alles, was das verunmöglicht, das, wovon ich erzähle. Diese neue Haltung, die dem Kind eigentlich grünes Licht gibt von Anfang an. Dem Kind sagt, aber das muss ja nicht, das ist ja kein Tipp und auch kein Trick, das genügen würde anzuwenden. Aber diese Haltung, die begegnet dem Kind mit der Färbung, so wie du bist, bist du perfekt. Oh, das ist eine große Erleichterung. Wir müssen immer irgendwie um die Wette rennen, um irgendwie zu genügen. Und da wäre deine Haltung, die würde sagen, so wie du bist du perfekt. Brauchst gar nicht anders sein. Und diese Haltung, die sagt auch nicht, wie kann ich dich, Kind, erziehen? Und was kann ich von dir alles lernen? Und die Leute, die dann eben sagen, ja, aber, oder die suchen alles, was ich erlebt habe oder wovon ich berichte, das ist alles kein persönliches Verdienst, ich kann für das nichts, ich habe es nicht erfunden. Die suchen mit allen Mitteln zu sagen, alles, was das verunmöglichen würde oder wird oder tut, was ich erlebt habe oder wovon ich berichte. Und das ist auch eine Konditionierung. Nämlich, wenn wir was suchen, dann finden wir es auch. Wir können gerne alle zusammen, auch die Zuschauer, eine kleine Übung machen. Ich hasse Gruppenübungen, deshalb ist es auch keine Gruppenübung. Aber wir können gemeinsam jetzt etwas machen. Wir gucken um uns herum, alle hier, und merken uns alles, was hier in diesem Raum rot ist. Macht das. Und jetzt machen wir alle ehrlich die Augen zu und ihr sagt mir bitte alle, alles was hier im Raum blau gewesen ist. Das kann gar nicht gehen. Das geht gar nicht. Das wird jeder gleich feststellen. Du kannst gar nicht sagen, was blau gewesen ist, weil dein ganzes Gehirn auf rot konzentriert gewesen ist. Das ist ja ganz logisch. Anders geht es nicht. Das ist ein Test von einem guten Freund von mir, vom Leonard. Macht er immer mit Menschen, um zu zeigen, seht ihr, wenn ihr rot wird, könnt ihr blau gar nicht wahrnehmen, auch wenn ihr das, wenn ihr ganz open-minded seid, wenn ihr ein ganz offenes Herz habt für Neues, könnt ihr im Augenblick, wo ihr rot wird, unmöglich blau registrieren. Das geht rein technisch nicht. Und so ist es, wenn du suchst, was alles verunmöglicht, dann wirst du auch alles finden, was verunmöglicht. Dabei übersehen, was es aber trotzdem gibt, nämlich alles, was das möglich machen würde. So, das zum Thema Konditionierung, finde ich, passt ganz gut. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit den Systemen, in denen die Menschheit halt jetzt steckt und versuchen auf den verschiedensten Ebenen Lösungen zu finden oder einfach nur selbst die Lösung zu sein oder sie mal in mir zu spüren. Ich hab sehr viel darüber nachgedacht. Wir haben selber 3 Kinder. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Kinder zu Hause sein können und wir bei ihnen sein können und so mit ihnen Zeit verbringen zu können. Ich habe einfach ganz viel darüber nachgedacht, wie könnten das andere Menschen machen, die natürlich jetzt, weil sie sehr an das System gebunden sind und arbeiten müssen und ihr Geld verdienen müssen, wie könnte das ausschauen, dass diesen Kindern trotzdem, also dass sie nicht in den Kindergarten müssen und auch nicht zu so einer Tagesmutti oder wie das alles heißt, sondern also was könnte es für ein schönes Bild geben, dass diesen Kindern trotzdem die Möglichkeit gegeben wird, dass sie so frei aufwachsen, so wie halt eben dein Kind oder das bei unseren Kindern ist. Ne? Ich meine, ich erlebe das einfach täglich, dass es sehr selten mehr Großeltern oder so gibt, die diese Rolle übernehmen könnten. Und ich habe viel darüber nachgedacht, aber ich habe noch kein Lösungsbild. Aber ich würde gerne wissen, wie du das siehst. Ich sehe und will auch keine sehen. Ich sehe keine allgemeingültige Lösung. Ich glaube wirklich nicht, dass es. Ich glaube, dass die Lösung in jedem ruht für das eigene. Ja, das glaube ich. Für die eigene Konstellation. Und wer jetzt in so einer Lage ist, wie du beschrieben hast, das aber gerne möchte, der wird Lösungen finden, die wir uns hier nicht einfallen lassen können, weil das ja nicht unser Leben ist. Nun,
damit du wirklich, damit man wirklich, aber damit du wirklich diesen Gedanken zu Ende denken kannst, wie wäre es, dann musst du von der Idee und vom Vokabular auch, also vom Wort zu Hause wegkommen. Denn das ist, glaube ich, der grundlegende Irrtum, auf dem viele Einwände basieren, nämlich ich hätte keine Zeit, zu Hause zu bleiben, wenn das Kind zu Hause bleibt. Sprich, wenn das Kind nicht in die Schule geht, dann bleibt es zu Hause. Und das war in meinem Fall nicht so. Das ist bei meinem Sohn auch nicht so. Und das wäre auch ganz schädlich, dass das Kind zu Hause bleibt. Denn das Kind ist für das, also ich erzähle immer wieder von diesen spontanen Veranlagungen, die das Kind mitbringt auf die Welt. Das Kind ist für einiges veranlagt, nativ, also es ist angeboren für manche Dinge, wie zum Beispiel dafür, in die weite Welt hinauszugehen. Das Kind ist für das optimiert, in die weite Welt hinauszugehen. Und alles, was dem Kind das nicht ermöglicht, in die weite Welt hinauszugehen, ist eigentlich, entspricht dieser seiner spontanen Veranlagung nicht. Und somit gäbe es nichts Schlimmeres, als dass das Kind zu Hause bleibt mit den Eltern. Das wäre noch schlimmer. Das Schlimmste wäre, dass das Kind zu Hause bleibt mit den Eltern und erst noch von den Eltern unterrichtet wird. Ich bin absolut nicht der Schulfeind Nummer 1. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich sehr viel mit Leuten zusammenarbeite, die Schule geben in pädagogischen Hochschulen. Und anderswo auch mit Lehrern, also vor 2 Tagen gerade mit eben einer ganzen Truppe von Lehrern. Ich arbeite mit denen zusammen. Ich bin überhaupt kein Schulgegner. Ich habe auch nichts gegen Schule. Ich bin gegen nichts. Das waren auch meine Eltern nicht. Sie haben sich nicht gegen Schule entschieden, sondern für etwas, für die spontane Veranlagung des Kindes. Ich bin also kein Schulgegner, aber ich bin, sagen wir, sehr skeptisch dem Heimunterricht gegenüber, dem sogenannten Homeschooling gegenüber. Meines Erachtens gibt es nichts Schlimmeres. Weil dann hast du wieder Kinder, die zu Hause bleiben, die eingesperrt sind, nicht in die weite Welt hinausgehen. Und da hast du eben Eltern, die statt die Elternrolle zu spielen, jetzt die Lehrerrolle spielen. Das heißt, wir haben wieder Erwachsene, die entscheiden, wie, wann, wo, welche Weise das Kind lernt. Also wir haben wirklich die Nachteile von Schule und von zu Hause versammelt. Also deshalb, das war nicht Heimunterricht, was ich erlebt habe. Jetzt, um den Gedanken zu Ende zu denken. Das Kind ist also optimiert dafür, in die weite Welt hinauszugehen. Und das schon sehr früh. Und wenn es zu Hause bliebe, dann würde es dieser Veranlagung nicht entsprechen. Und dann würde es das Wissen der Eltern teilen, die Methodik der Eltern teilen und noch schlimmer, die Ängste der Eltern teilen. Mein Sohn liebt es, in die Bäume zu klettern, ich kann es nicht sehen, ich kriege Panik. Das heißt, wenn er nur mit mir lebte, würde er nie auf die Bäume klettern dürfen, weil ich so Angst davor habe. Das Gute ist, wir leben eben in einer Welt mit vielen Menschen, darunter gibt es Leute, die ihn sehr gerne mit auf die Bäume nehmen, denn sie gehen selbst dahin, sie klettern auch selbst drauf. Bedeutet also, das Kind vernetzt sich mit ganz vielen Menschen, die die Dinge bei ihm nicht verunmöglichen, sondern eben ermöglichen. Und ab dem Moment, wo das so ist, wo du diese Entscheidung triffst, denn die Lage, die Bedingungen, die waren bei meinen Eltern nicht ideal, die sie nicht eines Morgens aufgewacht haben, um sich herum geschaut und gedacht, wow, wie schön alles stimmt, die Bedingungen sind ideal, unser Wissensstand ist perfekt. Die Umwelt ist fördernd, also wenn alles so schön ist, schicken wir unsere Kinder nicht in die Schule. Das war ja nicht der Fall. Nein, das war alles gar nicht günstig, aber sie haben diese Entscheidung getroffen und dann alles täglich, Tag für Tag, Euro für Euro erfunden. Sie haben die Bedingungen selbst erfunden und, ja, und im Alltag entwickelt, die das ermöglicht haben, was sie entschieden hatten. Und das kann jeder zu jedem Zeitpunkt, das kostet nichts. Und dann fängt man an, eben nicht das zu suchen, wie das Rote vorher, was das verunmöglicht, sondern zu suchen, was das alles ermöglicht. Und das findet man dann. Weil das Kind eben sich sowieso mit so vielen Menschen verbindet. Es gibt viele Geschichten, die ich bei den Vorträgen erzähle, kleine Anekdoten, kleine banale Geschichten aus dem Alltag, die zum Beispiel zeigen, dass sich Antonin, mein Sohn, der damals nicht mal 3-jährig war,
und dreieinhalbjährig war, sich so befreundet hat mit einem Mähdrescherfahrer, dass er den ganzen Tag mit dem Mähdrescherfahrer verbracht hat, weil der Mähdrescherfahrer angerufen hat, ob ich das nicht bitte machen möchte. Das heißt, wenn ich zu Hause geblieben wäre, um auf Antonin aufzupassen, dann wäre ich alleine zu Hause geblieben und meine Frau auch. Anders gesagt, ab dem Moment, wo man diese Entscheidung trifft, wo man die Dinge sucht, die das möglich machen, klappt es plötzlich. Und zwar für alle. Und das zeigen auch die Studien über Unschooling, Freilernen, ich sage Ökologie des Lernens. Das ist auch eine Bewegung, die ich gegründet, die ich initiiert habe, vor allem die Ökologie der Kindheit. Wenn das fasst alles zusammen, was man, diese neue Haltung dem Kind gegenüber. Diese Studien, die zeigen alle etwas ganz Interessantes, nämlich die meisten Leute, die sich für so einen Weg entscheiden, das sind Leute, die sehr wenig bis gar kein Geld haben. Und auch oft alleinerziehende Mütter, was man immer wieder als Kontrabeispiel nimmt, zum Beispiel, stellt sich heraus, ist eigentlich sehr oft genau die Konstellation, in der das gewählt und auch geliebt wird. Du erwähnst und sprichst relativ oft auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen und von Studien. Jetzt, wenn wir uns gegenüber sitzen und ich nehme die Wahrheit, dann im Grunde kann ich das mit dem Herzen spüren, was du sagst. Also eigentlich müsstest du das für mich jetzt überhaupt nicht mit wissenschaftlichen Studien untermauern. Und ich habe so das Gefühl, es ist auch vielleicht eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die Scheuklappen oder einfach ein Skepsis im Verstand haben, weil Wissenschaft oder wissenschaftliche Erkenntnisse für sehr viele Menschen sehr wichtig sind, um neue Entscheidungen treffen zu können. Ist das auch ein bewusst gewählter Weg von dir, dass du mit Wissenschaftlern auch deshalb arbeitest, um auch jene zu erreichen, die diese Skepsis noch in sich tragen? Das ist tatsächlich so, dass man mit demselben Equipment, also mit denselben Waffen kämpfen soll, wie die Menschen, die einem gegenüberstehen. Wahrscheinlich schon, aber so bewusst ist es nicht. Ich lebe von Begegnungen und ich begegne manchem. Und das ist immer sehr markant und das kann ich dann nicht wieder vergessen. Und das ist alles leidenschaftlich interessant. Und es ist tatsächlich so, dass wenn die Hirnforschung Dinge beweist, die wir alle fühlen, dann merken wir alle, dass wir richtig fühlen. Also ich finde, dass die Gefühle untermauert werden von Menschen, die wirklich ganz tief das auseinandergenommen haben, das finde ich nicht nur spannend, sondern sehr interessant und auch sehr stärkend. Also ich sehe nicht, warum man diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht zeigen sollte, die uns Dinge zeigen, die zum Beispiel, also die ich nie erwartet hätte. Zum Beispiel sagt die Hirnforschung zwei Dinge, die man verknüpfen kann und da kommt man zu neuen Erkenntnissen, wahrscheinlich zu einer neuen Haltung. Nämlich zeigt die Hirnforschung, dass wir ausgestattet sind mit dem besten Werkzeug zum Lernen. Und das ist das Spielen. Spielen ist nicht nur das, was alle Kinder tun, sobald man sie in Ruhe lässt, sondern Spielen ist, so stellt sich heraus, so hat die Hirnforschung gezeigt, das sinnvollste Werkzeug zum Lernen. Je mehr wir spielen, umso mehr lernen wir. Das wird aber nicht so dargestellt. Das wird so dargestellt, dass Spielen eigentlich eine Beschäftigung für die freie Zeit ist, für die Freizeit, und gar nicht als eigentlich das Wichtigste, was Kinder machen könnten. Ja, dass wenn du fertig gearbeitet hast, wenn du fertig gelernt hast, dann könntest du spielen. Könntest du. So. Und trotzdem ist das das Sinnvollste, was ein Kind machen könnte. Das finde ich schon mal sehr interessant, dass die Wissenschaft sagt, weil das erlaubt uns, das ganz neu zu beleuchten, was wir eigentlich fühlen sollten, aber nur die wenigsten von uns fühlen. Und erst dann fühlen, wenn sie sehen, das ist so. Das hat jemand erforscht und bewiesen. Und dann kommt eine weitere sehr interessante Feststellung, nämlich folgende. Zuerst die Beobachtung. Wenn wir in uns sind, also brauchen wir keine Wissenschaft, wenn wir in uns hineingehen, dann erinnern wir uns daran, wie es gewesen ist, als wir Kinder waren und als Spielen und Lernen Synonyme waren. Spielen und Lernen nicht voneinander zu unterscheiden. Begriffe, die man nicht trennen kann als Kind.
genauso wenig wie Leben eigentlich, also Leben, Spielen, Lernen, Spielen und Lernen Synonyme. Naja, da kommt eine primäre Referenzperson, also Eltern, vielleicht Lehrer, wichtige Personen im Leben des Kindes, und diese Person sagt dem Kind, es soll jetzt nicht mehr spielen, sondern lernen. Und das ist für das Kind absolut unverständlich. Das, was man da gerade vom Kind verlangt, versteht das Kind nicht. Weil das absurd ist. Das ist, als ob ich jetzt von dir oder von euch oder von dir verlangen würde, bitte, jetzt gebe ich dir eine Übung, du sollst atmen, aber ohne Luft einzunehmen. Das geht nicht. Wenn ich sowas von dir verlange, hoffe ich, dass du mich für einen Vollidioten hältst, der was Absurdes von dir verlangt. Aber das tut das Kind nicht, das tut das Kind nicht. Das Kind erlaubt sich niemals, die erwachsene Person in Frage zu stellen. Niemals. Das Kind denkt nicht, dass die erwachsene Person ein Problem hat. Das Kind denkt, dass es selbst ein Problem hat. Da kommt wieder die Wissenschaft und zeigt uns, was dann passiert. Wenn das Kind das Gefühl bekommt, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung, ich habe ein Problem, dann werden in seinem Gehirn die genau gleichen Netzwerke aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Und das können wir zwar sehen, vielleicht fühlen, aber wenn uns die Wissenschaft das so liefert, dann merken wir plötzlich, sei es dagegen etwas zu denken, dann merken wir schon, was es bedeutet, einem Kind zu sagen, es soll nicht mehr spielen, sondern lernen. Das kann alles verändern. Das kann das dazu führen, dass du das nächste Mal, wo du ein spielendes Kind siehst und alle Kinder spielen, also das passiert garantiert nachher, dass du dir gut überlegst, bevor du irgendwas machst, das dieses Spiel unterbrechen könnte. Und ich glaube, da ist das Zusammenkommen von Gefühl, von Beobachtung und von Wissenschaft von großem Vorteil für das Kind. Deshalb mache ich das. Du hast vorher davon gesprochen, dass du auch mit Lehrern sprichst, und mich würde interessieren, wie nehmen die das auf? Wie reagieren die auf das, was du ihnen zu sagen hast? Sind die erfreut? Sind die offen? Oder sind das die, die Ja-Aber sagen? Nee, die Lehrer sind nicht die, die Ja-Aber sagen. Mhm. Nee, das ist gar nicht mehr der Fall. Also diese Dinge haben sich ja sehr entwickelt. Nein, also natürlich überall mal. Es geht nicht darum, alle zu überzeugen. Ich habe ja nichts zu verkaufen. Ja. Ich brauche niemanden zu überzeugen, niemanden zu gewinnen. Es ist keine Sache, es ist keine Methode. Ich habe nichts zu verkaufen. Also komme ich nicht und sage, guckt Lehrer, ihr habt bis jetzt alles falsch gemacht. Und wenn ihr so macht, wie ich sage, dann geht alles gut. Ja, Sie haben es ja gar nicht falsch gemacht. Sie haben ja für das Programm gearbeitet. Alle ausnahmslos, alle wir hier und dort, wir gehen da von einer besonderen Liebe zu Kindern ja aus. Also es geht nicht darum. Und die meisten, die sind ja an der Front und die sehen, wie es heute ist. Und die meisten sind nicht glücklich. Die Kinder sind nicht glücklich, die Lehrer sind nicht glücklich, die Eltern sind nicht glücklich. Das wissen die Lehrer ganz gut. Und das, was ich sage, nimmt ja nichts weg, das fügt ja Neues hinzu. Und das ist die Idee. Und alle, und vor allem die Lehrer, tragen, aber alle Eltern, Lehrer, Kinder, tragen in sich diese Nostalgie nach Neuem. Das ist kein Oxymoron, das ist so eine Sehnsucht, eine Grundsehnsucht. Und wenn du von Vertrauen sprichst, dann erkennt jeder so den Grundboden, worauf man sich eigentlich ganz anders entwickeln könnte. Also Vertrauen, Vertrauen in das Kind, Vertrauen in das eigene Kind, Begeisterung, Offenheit. Kinder sind ja von wegen, was kann man von Kindern lernen? Kinder sind ja in Sachen soziale Beziehungen unglaubliche Vorbilder, denn sie kennen keine Ismen, sie kennen keine Hierarchien, sie kennen keine Hautfarben und Alter und solche Dinge kennen sie nicht. Sie gehen auf andere Lebewesen zu, mit offenem Herzen, mit offenen Armen, und das ist eigentlich sehr vorbildlich.
Und wenn du von diesen Dingen sprichst, dann erwächst diese Sehnsucht, und du davon sprichst, dass es schön wäre, wenn man sagen könnte, so wie du bist, bist du perfekt. Dass es für alle schön wäre, für der, der es sagt, aber vor allem für der, dem das gesagt wird. Und dann könnte auch du oder ich derjenige sein, der dem das gesagt wird, und dann hätte es, gäbe es dieses grüne Licht, dieses allgemeine grüne Licht für so wie du bist. Das berührt, das betrifft, das bewegt logischerweise alle, und vordergründig Lehrer. Ich bin ja nicht der Schulverein Nummer 1, und die Idee ist es, wie kann dann jeder dazu kommen, wie kann jeder das so entwickeln, was wir da besprechen, dass die für ihn stimmige Lösung von ihm gestaltet wird auf eine Weise, die in seinem Umfeld gerade passt. Um mehr geht es mir nicht. Wie gesagt, wenn ich was zu verkaufen hätte, dann wäre es was anderes. Also wenn ich in mein Umfeld schaue und die Menschen in unserem Freundeskreis und Bekanntenkreis, dann muss ich sagen, dass es ein sehr schönes Bild gibt, ja, vom Erwachen des Bewusstseins, vom Erkennen von Entscheidungen für Neues, für Entscheidungen für Fruchtbares, für Inspirierendes. Und auf der anderen Seite gibt es aber, wenn ich den Fokus ein bisschen auf die andere Seite lenke, dann gibt es ein unglaubliches Aufbäumen gerade auf diesem Planeten. Ja? Also es ist so diese Polaritäten, die sich da gerade ganz hochschaukeln. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dieses Alte, ja, dieses alte System bäumt sich noch einmal so richtig auf, und auf der anderen Seite ist aber so viel Liebe und so viel Inspiration da. Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du die Menschheit auf dem Planeten wahr, die Entwicklung der Menschheit? Du meinst, dass eine große Sehnsucht nach Vertrauen und Liebe und Ganzheitlichkeit von unten kommt, und dass von oben immer mehr Regelung kommt, dass es von oben immer steifer wird und von unten irgendwie immer lebendiger wird. So sieht es ja logischerweise aus. Und das ist wahrscheinlich gut so, diese Diskrepanz, diese Asynchronizität, die dadurch entsteht, oder? Da entsteht eine Irritation, und ich glaube, diese Irritation ist der fruchtbare Boden für Neues. Aber das ist ja so, und das finde ich auch gut, dass es so Polaritäten gibt, dass die Dinge fast auseinander gerissen werden zwischen dem, was verunmöglicht wird und was man alles, wonach man sich sehnt und so weiter, das ist klar. Es gibt dieses Bewusstsein, das zunimmt. Deshalb habe ich auch diese Bewegung Ökologie der Kindheit initiiert, weil sich diese Dinge alle in eine Richtung eigentlich entwickeln, zum Glück, quasi Hand in Hand. Aber das System kann man eine Weile oder sehr lange, sogar mehrere Jahrhunderte lang optimieren. Dann, je mehr man es optimiert, umso mehr wird es optimierungsbedürftig, nicht wahr? Und wir sind gerade in einem Stadium, und das finde ich sehr erfreulich, wo man fast nicht mehr optimieren kann. Das ist so wie bei Autos. Ich nehme immer dieses Beispiel, weil Autos kann man so, Motoren kann man so optimieren, dass sie fast kein Benzin mehr brauchen. 2 Liter pro 100 Kilometer ist ja fast nichts mehr. Ist ja sehr schön, dass man das Alte so optimieren kann, dass es so wenig wird. Das Problem ist, bald gibt es kein Benzin mehr auf dem Planeten, und wenn es kein Benzin mehr gibt, dann sind 2 Liter auch zu viel. Und dann ist die Zeit für Neues gekommen. Wo du das Alte nicht mehr weiter optimieren kannst, fertig, jetzt kommt was Neues. Und das ist, was das ganze System betrifft, im Moment der Fall. Und das finde ich sehr erfreulich. Die Frage ist, wie lange geht es noch? Wie lange geht die Optimierung? In Sachen Bildung, also vor 2 Jahren hat Gerald Hüther, der deutsche Hirnforscher, gesagt, die Schule, so wie wir sie kennen, also das Bildungssystem, wie wir es kennen, wird es in 6 Jahren nicht mehr geben. Sind schon 2 Jahre vergangen. Wir haben unsere Kinder gefragt, was sie dich fragen würden. Und die Älteste, die ist jetzt 15, und die hat gesagt, ja, sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie du jemals also Freunde dann gehabt hast, weil
sie lernt alle ihre Freunde in der Schule oder beim Ballett oder früher, so. Früher, jetzt gehen sie nicht mehr in die Schule. Sie nicht mehr in die Schule, aber früher war es so. Und sie war ganz neugierig und hat gesagt, ich muss dich fragen, wie du Freunde kennengelernt hast. Das sind weitere Meme aus unserer Gesellschaft. Ja. Natürlich. Das ist eine weitere Konditionierung. Die Idee, dass Kinder sich mit Gleichaltrigen befreunden, die ist nicht nur künstlich, die ist, wenn man das Kind in seiner spontanen Veranlagung beobachtet, ganz falsch. Kinder, ich habe es vorher erwähnt, die Antwort ist ganz nah eigentlich. Kinder sind dafür optimiert, in die weite Welt hinauszugehen. Kinder gehen von der ersten Minute an in die weite Welt hinaus und verbinden sich mit Menschen, mit anderen Lebewesen. Machen so eine Brücke von Herz zu Herz, wie gesagt, ungeachtet der Hautfarbe, der Religion, des Einkommens und des Alters. Sie suchen die gegenseitige Bereicherung. Die gegenseitige Bereicherung kann nur stattfinden, wenn die größtmögliche Verschiedenartigkeit vorhanden ist. Wenn Unvergleichliches, Unvergleichbares zusammenkommt, da vergleicht man auch nicht mehr. Dann entsteht keine Konkurrenz mehr, dann sind die anderen nicht welche, denen man entsprechen oder die man überholen sollte, sondern sind solche, die mit dir was unternehmen. Dann ist es dein Wissen, mein Wissen, euer Wissen, all dieses Wissen zusammen, was können wir alles zusammen erreichen. Das ist das Kind so. Ständig die Verschiedenartigkeit als Bereicherungsfaktor macht übrigens die ganze Natur auch die ganze Zeit. Und was wir mit Kindern betreiben, wenn wir sie nur mit Gleichaltrigen konfrontieren, das ist intellektuelle Inzucht. Und das kann ja unmöglich bereichernd sein. Und das Kind, das geht also in die weite Welt hinaus, das verbindet sich mit anderen Menschen jeden Alters. Und so entstehen ganz tiefe Freundschaften. Aber nicht mit Gleichaltrigen. Auch eventuell mit Gleichaltrigen, aber nicht mehr als wir jetzt in unserem Alltag als Erwachsene nur mit Gleichaltrigen umgehen. Das wäre ja tödlich. Und was mich zu meinen Freunden geführt hat, das waren niemals Kriterien wie Alter und Wohnort. Es tut mir leid, ich als total ungelungen empfinde. Was mich zu meinen Freunden geführt hat und sie zu mir, das waren unsere Interessengemeinschaften. Wir haben uns für Dinge interessiert, die uns zusammengeführt haben und die wir dann somit gegenseitig bereichern können, sodass noch mehr entstanden ist, aber das, was uns zusammengeführt hat, war das, wofür wir uns interessieren. Und da gab es 70-Jährige, 90-Jährige, 19-Jährige, 9-Jährige, die waren alle zusammen und die haben nicht dran gedacht, sich miteinander zu vergleichen. Das wäre ja unmöglich, dass ein 90-Jähriger sich mit einem 8-Jährigen Vergleich, das wollen die gar nicht, die denken gar nicht daran. Gibt da keinen Grund dafür. Das gibt da keinen Grund. Erst wenn man Vergleichbares zusammenkommen lässt und sagt, rennt mal um die Wette und wir gucken, wer der Schnellste ist, dann entsteht Konkurrenz. Aber das ist alles ganz künstlich. Das ist alles so nicht in uns ursprünglich. Das heißt, um die Frage deiner Tochter zu beantworten, ich bin so auf meine Freunde gekommen, dass unsere Interessengemeinschaften uns zusammengeführt haben. Und es sind nicht nur Gleichaltrigen. Und als die Gleichaltrigen in der Schule waren, was ab und zu der Fall gewesen ist, dann waren sie nicht so auffällig, weil ich ja nicht nur mit denen, sondern mit unzähligen Menschen im brodelnden Bad, im großen Kessel der sozialen Realität, in der all das vorhanden ist, alle Hautfarben, alle Religionen. Und wo das Kind eben keine Hierarchien kennt. Und sich so wie mein Sohn für meinen Sohn ist das größte Vorbild im Moment der Müllmann, weil er keine Hierarchien kennt. Mir ist letztens beim Umrunden und Spazieren durch unseren Garten ist mir was aufgefallen. Also unsere Kinder sind jetzt nicht mehr im Kleinkindalter, also 11, 13, 15. Aber mir ist etwas aufgefallen. Ich habe die diversen Sportgeräte und Spielzeuge beobachtet, die ich da gefunden habe. Und habe gesehen, es gibt einen Unterschied scheinbar. Da ist mir das wirklich erst aufgefallen. Nämlich es gibt dieses wirklich mit grellen Farben gestaltete Plastikspielzeug, ja, das für Kinder sehr anziehend wirkt. Aber genauso schnell, wie sie Gefallen daran finden, genauso schnell schmeißen sie es dann wieder weg. Und wohingegen diese eher aus Naturmaterialien Spielzeuge, unter Anführungsstrichen, oder überhaupt Dinge aus Naturmaterialien, scheinbar länger Bestand haben, überhaupt auch beim Interesse, um damit irgendwas zu machen. Das ist mir einfach aufgefallen bei der Beobachtung. Was,
was da konträr zu der Beobachtung ist, ist Technologie, Handy, iPad und das Ganze. Und das ist bei uns ein großes Thema. Die Verwendung von elektronischen Geräten und vor allem der Umfang der Verwendung. Ja. Jetzt in deiner Jugend und auch noch in unserer Jugend war das ja noch nicht so ein großes Thema. Okay, Fernseher, ja, aber alles andere. Für unsere Kinder ist das natürlich ein Riesenthema. Wie ist es bei deinem Sohn und wie ist es überhaupt für dich? Ja? Wie ist der Umgang mit elektronischen Geräten? Also es sind viele Fragen darin. Das erste, wegen den Spielsachen mit grellen Farben und so weiter. Und das ist nochmals diese unglaubliche ironische Haltung, die wir Kindern gegenüber haben, ohne es zu merken. Man hat angepasste Dinge entwickelt, angepasste Spielsachen entwickelt, die immer lächerlicher, immer abscheulicher in den Proportionen und immer greller in den Farben und immer hässlicher geworden sind. Als Kind habe ich dem beigewohnt, wie sie entstanden sind, diese Dinge, und ich habe sie weder schön noch cool, sondern nur hässlich gefunden. Und ich wollte damit natürlich nicht spielen. Diese Entwicklung, die eigentlich ein ganzer Markt ist, diese Entwicklung geht der Neigung des Kindes total gegen den Strich, denn das Kind, das will etwas möglichst Realistisches, eine kleine, möglichst realistische, nach naturgetreue Nachahmung der Realität in sein Spiel einfließen lassen. Und alles, was dem nicht entspricht, ist eigentlich beschämend für das Kind. Und wenn wir dem Kind sagen, das ist für dich gut, diese grellen Hefte, diese grellen Spielsachen mit schrecklichen Proportionen, ich erzähle immer wieder von diesen Autos. Mein Sohn wollte mit 2,5 ein Auto und erst noch ganz realistisch Cabrio, damit er ans Steuerrad kommt und so weiter. Und man hat ihm angeboten, seinem Alter angepasste Plastikautos in schrecklichen Proportionen und so weiter. Und was er will, er erkennt das gar nicht als ein Auto. Er will ein Auto, wie er die Autos auf der Straße sieht. Und auf der Straße sieht er seinem Alter angepasste Autos eben nicht. So, und deshalb ist es so, dass diese schlecht proportionierten, grellen Spielsachen aus schlechtem Material eigentlich dem Kind nicht gefallen. Aber da das Kind das versucht, uns zu gefallen, wenn es uns gefällt, oder wenn wir meinen, dass es gut ist, dann gibt das Kind immer, das ist eine Veranlagung des Kindes, eine mehr, die eigene Veranlagung aufzugeben im Namen dessen, was bei den primären Referenzpersonen gut ankommt. Das gibt uns da auch eine sehr große Verantwortung, auch im Moment, wo wir zwischen Spielsachen entscheiden müssen, denn schlussendlich sind wir diejenigen, die da. Und ich weiß, dass Antonin eben seine Auto, diese Natur, und das ist nicht mal aus Naturmaterialien, also nicht aus Holz, das wirst du beobachten. Das ist eben nicht das Material, nicht der Stoff. Das natürlich spielt da eine Rolle mit darin, dass zum Beispiel sein roter Ford Mustang, der ist ja eben nicht aus Holz, der ist aus Metall, aber mit allem dran, auch mit Plastik. Und das Spielzeug hat er jetzt schon 2,5 Jahre. Das hat überhaupt keinen Kratzer und der spielt immer noch regelmäßig, nicht die ganze Zeit, aber regelmäßig damit. Das wäre der erste für mich wichtige Teil in der Frage gewesen, das mit Computern. Wir haben, wie gesagt, gesehen, wie Computer entstanden sind. Kinder kommen in eine Welt, auf die Welt, in der es das kommt. Es das gibt. Es gibt diese Geräte. Die sind da, die müssen gar nicht lernen, wie man damit umgeht. Sie wissen es, so wie wir einiges gewusst haben. Sie sind nicht fit im Umgang mit Computern. Sie sind fit darin, sich ihrer Umwelt anzupassen. Und das ist eine unglaublich wichtige Informationsquelle. Also um Dinge zu lernen, um zu erfahren, in Paris im Dezember als Dreijähriger, was ein Mähdrescher ist, gibt es nichts Besseres als YouTube und Videos. Und das in frühen Jahren schon. Und somit ist es eigentlich ein Werkzeug, an dem man eigentlich gar nicht früh genug rankommen kann. Und wie ein Hammer, mit jedem Werkzeug kannst du dir wehtun. Aber erstens kannst du Dinge entscheiden in meinem Leben. Bei mir wird kein Fleisch gegessen, es werden in der Wohnung keine Schuhe getragen und es gibt keinen Fernseher. Also und nicht nur kannst du solche Dinge entscheiden, dann ist es aber auch so, dass das Kind, das eigentlich Kind geblieben ist, im Rahmen dieser Rituale und dieser Entscheidungen, die sein Zuhause darstellen, nämlich alle Entscheidungen, die ihr trefft,
die werden zu den Geschmackrichtungen, den Gerüchen, den Farben, den, das, was das Zuhause bestimmt dann bei euch. Also nicht nur das gibt es, das Kind, das in seiner spontanen Veranlagung geblieben ist, das spielt auch nicht die ganze Zeit mit demselben Spielzeug. Irgendwann hat sich 10 Minuten mit was beschäftigt, oder 10 Stunden, und beschäftigt sich dann mit was anderem. Und dann ist es so, dass wir so Angst haben vor der virtuellen Welt, obwohl sie gar nicht gefährlich ist. Um es zusammenzufassen, das Kind geht zur Schule. In der Schule ist es kein Held mehr, weil es in der Schule nicht gut angesehen wird. Weder von den Eltern, noch von den, weder von den Lehrern, noch von den Schülern. Es wird gemobbt. Die Lehrer geben schlechte Noten, keine Anerkennung. Also ist das Kind kein Held mehr. Und jeder möchte ein Held sein und jedes Kind möchte das. Ist aber unmöglich. In der Schule kannst du es nicht mehr. Kommst nach Hause, bist auch kein Held mehr. Weil die Eltern sagen, was hast du schon wieder angerichtet? Weil die Eltern denken, es wäre doch besser, wenn du bessere Noten hättest. Und weil die Eltern denken, es wäre besser, wenn du nachts besser schlafen würdest. Oder wenn du und so weiter. Die haben also zu Hause auch kein Held mehr. Du bist in der Schule kein Held mehr. Hälfte deines Lebens. Andere Hälfte deines Lebens zu Hause bist du auch kein Held mehr. Und in welcher Welt kannst du plötzlich ganz leicht ein Held werden? Anerkennung haben. Bewunderung. Also Objekt von Bewunderung werden. Wo kannst du punkten? Wo kannst du Held sein in der virtuellen Welt? Ist das ein leichtes? Und dann ist es klar, dass die Kinder dort flüchten und dort bleiben wollen, wo sie das sein und das leben können, wonach sie so sehr trachten. Und das bedeutet was ganz Interessantes. Nicht die virtuelle Welt ist gefährlich, die beiden anderen sind gefährlich. Und das ist eine wunderbare Baustelle, eine sehr anregende Baustelle, diese Welten, diese anderen zwei so zu gestalten, dass sich das Kind in beiden, wenn es nicht geht, in mindestens einer der beiden Welten, dass das Kind sich wieder ein Held fühlt. Dass das Kind sich wieder gesehen und wertgeschätzt fühlt. Und zwar jedes Kind. Das wäre eine ganz spannende Baustelle. Ihr hättet abschließend noch eine Frage, und zwar, ihr würdet gerne wissen, was Spiritualität für dich bedeutet. Ich bin in meiner ursprünglichen Veranlagung nicht gestört worden, Dinge nicht voneinander zu trennen und das Ganze als ein Ganzes zu betrachten. Ich kann nicht Spiritualität und Realität und Wissenschaft und Spielen und Lernen und Job und Freizeit und Mann und Frau und Gut und Böse. Ich kann das alles nicht voneinander, ich will das alles nicht, vor allem Körper und Seele nicht voneinander trennen. Und das hat gewiss eine sehr große Bedeutung in meinem Leben. Vielleicht nicht so, wie die meisten das verstehen oder das leben, aber unbedingt. Unbedingt. Es gibt ja so vieles, dass wir Menschen gar nicht verstehen können. So viele Begriffe. Wir wissen nicht mal, was Leben ist. Du kannst Organe zusammen nähen. Es entsteht trotzdem kein Leben, obwohl sie alle funktionssüchtig gewesen wären. Das sind große Fragen in uns auch noch auf dem Planeten. Und für mich als Kind war es sehr früh schon sehr ergreifend zu denken, es gibt Farben, die ich nicht sehe. Eine ganze Welt, die sich nach dem Ultraviolett oder vor dem Infrarot abspielt und ich nicht sehe. Und es gibt Klänge, die ich nicht höre. Ja? Eine ganze Welt, also die ich nicht sehe und die ich nicht höre. Und das erst noch für Sinne, die ich kenne. Aber es gibt vielleicht Dinge, die ich gar nicht wahrnehme, weil ich dafür die Sinne gar nicht habe. Ich weiß, dass es Farben gibt. Darum kann ich mir keine Farbe vorstellen, die ich nicht sehe. Aber ich weiß, dass es sie geben könnte. Aber ich weiß, dass es Farben gibt. Ich weiß, dass man sie sehen kann. Und dass ich manche nicht sehe. Aber es gibt vielleicht Dinge, die ich gar nicht wahrnehme, weil ich die Sinne dafür nicht habe, so wie eben Würmer keine Augen haben und nicht wissen, was Farben sind. Also das heißt, es gibt einen ganzen Teil der Welt, den ich weder verstehen noch sehen kann. Und ich will so ein Verständnis von der Welt haben, ohne, nennen wir es Spiritualität, oder für all diese Dinge, von der Liebe bis zu dem, was wir nicht sehen, gibt es keine wirkliche Erklärung. Und das kann ich nicht von dem trennen, wofür es also auch eine Erklärung gibt. Das sehe ich wirklich wie ein Ganzes. Und
Das ist eine sehr intime Frage. Ich rede gerne allgemein vom Kind. Ich bin ja ein banales Kind. Und das, was ich erlebt habe, wird jedes Kind erleben, vorausgesetzt, die Bedingungen wären da ähnlich. Abschließend möchte ich sagen, das ist sehr intim, das beantworte ich gern, aber ich bleibe gern allgemein, denn ich bin genauso banal oder so nicht hochbegabt wie der Mangokern, den man ins Wasser legt und der dann in Stiel und Wurzel bekommt. Das ruft keiner von uns aus, das war ein hochbegabter Mangokern, denn das ist in der Natur des Mangokerns zu wachsen und das ist in der Natur des Kindes zu wachsen und zu lernen. Es kann gar nicht nicht wachsen, es kann gar nicht nicht lernen, denn das ist unwiderstehlich. Und in diesem Sinne mag ich es. Also ich hoffe immer wieder Menschen mitzunehmen auf diese Seite des Spiegels, wo man Vertrauen in das Kind hat und gucken, ob wir nicht Lust haben, etwas länger hier zu verweilen. Also in dem Sinn wünsche ich immer gerne viel Vertrauen und viel Begeisterung. Danke vielmals. Danke euch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke fürs Zuschauen. Wir haben eingangs einige Wörter gefunden, versucht, den André zu schreiben. Ich würde jetzt sagen, zum Abschluss oder zum Anfang, wie man es sieht, dass wir die Freude und Ehre hatten, mit einem wunderbaren Kind, mit offenen Augen, mit wachem Geist, ohne Filter, ohne Aquarium im Kopf zu sprechen, es für uns sehr bereichernd war. Und wir hoffen und wünschen, dass es auch für euch bereichernd war. In diesem Sinne alles Liebe und danke fürs Zuschauen. Danke. Dankeschön.